Sehen Sie, wenn an einem solchen Abend so viele Berufsgruppen beleidigt werden und die Lehrer müssen einfach so nach Hause gehen... Ein Kabarettabend ohne Lehrer ist wie alkoholfreies Bier. Die Schulen ein Albtraum, alles nur Abituristen, die da runterkommen. Non schole, sed vite discimus übersetzen die heute wahrscheinlich nicht in der Schule, in der Disco findet das Leben statt. Meine Generation, die das große Latinum noch vom Nachbarn abgeschrieben hat. Wir wussten ja nicht mehr viel, aber eins haben wir noch gewusst. Der Satz heißt nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. So haben wir doch früh begriffen, Schule. Das ist das genaue Gegenteil von Leben. Und wer von uns mit dem Leben nichts zu tun haben wollte, der ging zurück in die Schule. Von da bleibt nur noch die Flucht ins Parlament. Da ist überhaupt kein Leben. Aber jetzt kommt das Leben in die Schule. Alle sind völlig entsetzt. Es ist ja auch kein Geld mehr da. Alles rottet vor sich hin. Die Schulen sehen wirklich furchtbar aus. Manche sagen, in den Schulen, da rieselt der Putz von den Wänden mit dem Kalk in den Köpfen der Lehrer um die Wette. Sponsoren sollen die Rettung sein. Schulfeste von Sponsoren finanziert. Wollen die einen Banner auf dem Schulhof aufhängen? Geräte von Sponsoren finanziert. Wollen die ein Logo aufkleben aufs Gerät? Sind ja Sponsoren. Da kommen die Pädagogen und sagen, das können wir nicht machen. Das ist Werbung. Da werden die Kinder in der Schule schon durch Werbung manipuliert, das können wir nicht machen. Da ist die Schule ein werbefreier Raum. Wann haben Sie Kinder zuletzt mit Verstand angesehen? Die meisten laufen doch rum wie kleine Litfaßsäulen. Kriegen die da was für? Nee, und das müsste man kreativ nutzen. Wenn man dreimal so viele Lehrer einstellen würde, die würden ja gebraucht. Natürlich brauchen wir dreimal so viele Lehrer. Und gute Lehrer. Das Beste, was wir kriegen können unter den Akademikern, das ist gerade gut genug für die Ausbildung der Kinder. Nicht wie jetzt wieder alles von den Hecken und Zäunen einsammeln, was bis drei zählen kann. Und wenn Sie die guten Akademiker als Lehrer haben wollen, müssen Sie erstmal den Beruf wieder attraktiv machen. Dann muss der Lehrer wieder was Besonderes sein, eine Respektsperson, wo man so aufschaut. Nicht der Fußabtreter einer Nation, auf dem jeder rumtrampelt, dafür selber nicht bis drei zählen kann. Und wenn Sie das erreichen wollen, müssen Sie erstmal das Studium mindestens doppelt so schwer machen. Damit Sie dann nicht mehr jedes Würstchen durchmogeln kann wie in den letzten 20 Jahren. Ja. Und das Studium muss endlich umorganisiert werden. Nicht wie jetzt, 6, 8, 10, 12, 14 Semester Hochschulstudium. So ein Kopf voll Fachwissen, da kommen die Schule, da sitzen ja Kinder, was mache ich denn jetzt? Nach zwei Semestern Uni erstmal alle ab für ein Jahr in die Schule. Nicht vier, sechs Wochen Praktikum, ein Jahr in die Schule. Als Teil der Ausbildung. Wer mit Kindern nicht klarkommt, kriegt einen Stempel auf die Brust, zum Unterricht nicht freigegeben. So, die guten Akademiker sind aber auch gewohnt, dass die Geräte funktionieren, mit denen sie arbeiten sollen. Das ist in der freien Wirtschaft offensichtlich so. Die guten Akademiker sind auch gewohnt, dass die Räume, in denen sie arbeiten, nicht stinken. Dass man die Toiletten benutzen kann, dass es im Winter nicht zu kalt ist, weil es durch die Fenster zieht. Und die guten Akademiker sind auch gewohnt, dass die Arbeitsgruppen, mit denen sie zu tun haben, klein genug sind, damit man überhaupt vernünftige Ergebnisse erzielen kann. Und wenn sie das alles organisieren, dann können sie hinterher auch das Drittel Vollidioten wieder aussortieren, was derzeit als Lehrer getarnt an den Schulen rumturnt und die Kinder das Leben zur Hölle macht. Ja, natürlich gibt es ein Drittel absolute Vollidioten unter unseren jetzigen Lehrern. Da diskutiere ich auch nicht drüber. Denn neulich kam wieder ein Rektor nach der Aufführung und meinte, ich läge mit der Schätzung ziemlich günstig. Ja. Und wenn ein Lehrer zu Ihnen sagt, er kennt keine Idioten unter seinen Kollegen, dann kennt er aus einem bestimmten Grund keine. Also, dreimal so viele Lehrer. Vernünftig ausgebildet mit vernünftigen Arbeitsbedingungen. Und dann brauchen wir Ganztagsschulen flächendeckend. Die Eltern fallen doch heute als Erzieher komplett aus. Gucken Sie mal an, was in der Grundschule als Rohmaterial angeliefert wird heutzutage. Ein Drittel der Eltern hat den Kampf mit den Kleinen schon in Runde 2 aufgegeben. Wenn deren Kinder zum ersten Mal Nein sagen können, sagen diese Eltern, okay, dann ist der Fall für mich erledigt. Das zweite Drittel ist alleinverziehend. Diese Kinder surfen ein Leben lang auf dem Schuldkomplex ihrer Erzeuger durch die Welt. Das Kind musste schon mit einem Elternteil groß werden. Mehr war dem emotional nicht zuzumuten. Der Rest sind die Doppelverdiener. Die schuften rund um die Uhr, um sich selbst zu verwirklichen. Gucken Sie mal in die glücklichen Gesichter. Oder um das große Haus bezahlen zu können und die große Wohnung, damit jedes Kind ein eigenes Kinderzimmer hat, wo es am Ende alleine drin sitzt und randaliert, weil keiner mehr Zeit hat, mit ihm zu spielen. Dreimal so viele Lehrer, Ganztagsschulen. Wenn Sie Hauptschullehrer haben wollen in Großstädten, dann müssen Sie Schmerzensgeld zahlen. Oder in so eine Zulage. Wann waren Sie denn zuletzt? Hier in Berlin im Brennpunkt in der Hauptschule. Da kommen Sie morgens rein, heißt das, geh zu Hause, du alte Scheiße. Ja, ist lustig, ne? Stellen Sie mal vor, Ihr Chef begrüßt Sie jeden Morgen so. Ist ja nur ein Halbtagsjob, ne? Das blödste Argument überhaupt. Wer stellt sich denn freiwillig jeden Tag stundenlang vor 30 Kindern, mit denen ihre eigenen Eltern nichts zu tun haben wollen? Wer hier über faule Lehrer schimpft, soll doch bitte beweisen, dass er nicht nach 5 Stunden vor so einer Klasse in der Klapsmühle sitzt mit einem Nervenzusammenbruch.
Das Geld muss in die Schulen, wenn dieses Land überhaupt noch eine Zukunft haben soll, wenn wir nur eine Rente sehen wollen. Da müssen alle Ressourcen, die wir jetzt noch haben, in die nächste Generation gepumpt werden. Herr Struck, falls Sie aus dem Hirnkoma nochmal aufwachen. Deutschland wird nicht am Hindukusch verteidigt. Deutschland wird in der Hauptschule verteidigt. Und in der Grundschule, im Kindergarten, in der Gesamtschule und in der Realschule. Und da tun Sie mit Ihren Eurofightern überhaupt nichts. Genauso wenig wie bei der Terrorbekämpfung. In die Schulen müssen Sozialpädagogen. Da müssen Psychologen in die Schulen. Sozialpädagogen für die Kinder, Psychologen für die Lehrer. Und wenn man das alles bezahlt, dann können die von mir jetzt hinterher die Unterrichtsstunden durch Werbepausen finanzieren. Das wäre dann eben so. Das halten Sie sowieso nicht auf. Eine Schulstunde dauert dann 60 Minuten und davon sind 15 Minuten Werbung. Fertig, aus. Die Kinder würden sogar besser aufpassen. Das ist heute deren Lebensrhythmus. Wenn Sie mit Privatfernsehen groß geworden sind, können Sie sich keine Dreiviertelstunde mehr am Stück auf etwas konzentrieren. Da muss zwischendurch mal ein Puller-Alarm kommen. Wie, ihr habt die Filme früher am Stück geguckt? Und wann habt ihr Chips geholt? Wenn Sie heute Radio hören, bekommen Sie alle 3 Minuten gesagt, welchen Sender Sie gerade hören. Und vor allen Dingen noch, warum. Das brauchen die in der Schule dann auch. Alle 5 Minuten, hier ist Latein, das Infofach. Alle 2 Minuten, ich bin Heinz, der Lehrer für die ganze Klasse. Noch Fragen, rufen Sie die Hotline. Da holen die Handys raus, da rufen die mal an. Sie müssen die Stunden auflockern. Sie können mit kleinen Jingles während der Stunde auf die tollen Abenteuer der nächsten Stunde hinweisen. Teile der Tafel können Sie als rotierende Werbefläche vermieten. Sie können die Lehrer von Sponsoren einkleiden lassen. Man könnte Lehrern überhaupt mal was zum Anziehen kaufen. Man kann Lehrer in Kostüme stecken. Tabaluga, Lilla Launebär. Alle Rektoren sehen aus wie Hein Blöd. Was meinst du, was da los wäre? Die Grundschullehrer als Teletubbies, die Tafel integrieren. Die Kinder würden heulen, wenn Ferien wären. Und jeder kann frei wählen. Schicke ich mein Kind auf die Aldi-Gesamtschule, auf das Benetton-Gymnasium oder auf das Kelloggs-Kolleg? Ja, Sie lachen. Realschulen gibt es schon. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen im politischen Kabarett. Viele wissen, das ist der Ort, an dem man sich die Kritik am eigenen Lebenswandel genauso folgenlos um die Ohren schlagen lässt wie in der Kirche. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Flüchtlingen. Das wäre jetzt christlich, oder? Jetzt gucken Sie nicht so entsetzt. Zum Glück nimmt man seine Religion nicht so richtig ernst. Sonst wäre man ja auch Moslem. Das Geld den Armen geben, eine der größten Pointen aller Zeiten, da sind die Kollegen seit 2000 Jahren mit auf Tournee, auch im Kreis Limburg. Kabarett ist und bleibt eine Art moderner Ablasshandel. Das schlechte linke Gewissen aus dem Feuer springt, wenn das Geld in der Kleinkunstgasse klingt, und deshalb sollten Sie auch die Kabarett-Eintrittskarten immer aufheben. Wenn dann irgendwann einmal nach dem Zusammenbruch des Kapitalismus, wenn dann jemand zu Ihnen kommt und sagt, na, was hatten Sie für eine Funktion in dem Schweinesystem? Na, was? Dann sagen Sie, ja, Moment! Holen den großen Karton mit den Kabarett-Eintrittskarten raus. Dann sagen Sie, hier, Freundchen, ich war im Widerstand. Aber unsere Medien sind dazu da, uns zu beschäftigen. Der Deutsche regt sich wirklich gerne auf, aber diese Aufregung muss in Bahnen gelenkt werden. Wir sollen uns nicht über Dinge aufregen, wo man was ändern könnte. Wir sollen uns auch nicht über Dinge aufregen, wo man was ändern müsste. Wir sollen uns über Dinge aufregen, wo man gar nichts machen kann. Flüchtlinge jetzt zum Beispiel. Jetzt regt sich ja. Obergrenze, wie ein kleines Kind, eine Obergrenze. Ja, und dann? Wenn die erreicht ist, was machen Sie dann? Schießen Sie auf die Leute? Zaun bauen, super Vorschlag. Meinen Sie, 1 Million Verzweifelte steht vorm Zaun und sagt, das ist ein Zaun, da gehen wir wieder nach Hause. Ja. Jetzt kann man nur noch helfen. Man kann versuchen, mit den Menschen zu arbeiten, denen hier eine Perspektive aufzubauen. Die ganzen Ängste, was die Flüchtlinge für Kriminalität. Also bis jetzt ist doch immer noch so gewesen, dass sie hier eher Gefahr laufen, überfallen zu werden, wenn sie ausländisch aussehen. Als dass hier Deutsche von Ausländern überfallen worden sind. Die Medien spielen mit Themen. Wir sollen uns über Dinge aufregen, wo man gar nichts verändern kann. Wenn die Flüchtlinge nicht wären, wäre jetzt im Moment ja gerade Grippesaison.
Da wird sie von morgens bis abends mit der Gefahr, ne, wie Grippe. Ne? Jetzt machen wir uns natürlich Sorge, ist es noch sicher, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Weihnachtsmarkt. Menschen, die im Zweifelsfall gerne mal die Feuerwehrzufahrt zuparken, weil sonst kein Parkplatz mehr da ist, haben jetzt Angst, ob man noch auf den Weihnachtsmarkt gehen kann. Grippesaison zieht jedes Jahr, wobei letztes Jahr war es doof, da haben sie sich auf kein Tier einigen können, das war langweilig. Wie oft sind wir schon von Pandemien dahingerafft worden? Wie wenige, die wir damals BSE überlebt haben, Sie können sich doch erinnern. Das war so knapp noch. Noch völlig geschwächt von Kreuzfeld-Jakob fiel die Vogelgrippe über uns her. Was ist aus der Vogelgrippe geworden? Ich weiß es nicht, fragen Sie die Schweine. Letztes Jahr hatten sie Ebola. Ebola, oh, was war das, eine Hysterie vor einem Jahr um die Zeit. Sobald in Nordrhein-Westfalen ein dunkelhäutiger Mensch an zu schwitzen fing, ne, wurde er an Schutzanzüge gepackt und in die Uniklinik in Düsseldorf gebracht. Und da wurde tagelang berichtet, er hat die Symptome, wissen aber noch nicht, ob es ist, wir halten sie auf dem Laufen. Und dann so mit so richtigem bedauernden Unterton, nee, war doch nur eine Erkältung. Ne, so. Hauptsache Horrormeldungen, Hauptsache Panik verbreiten. Hier, dann 1500 Tote durch Ebola in Afrika. Und da wissen die Deutschen gar nicht mehr, wohin mit ihren Emotionen. 1500 Tote durch Ebola in einem Monat. 50.000 Menschen verhungern jeden Tag auf der Welt. Solange ich denken kann, verhungern jeden Tag 50.000 Menschen. Und allein wir Deutschen schmeißen 40% aller Lebensmittel, die wir kaufen, in die Mülltonne. Die müssten alle nicht verhungern. Da könnte man was dran machen. Deshalb steht darüber nichts in der Zeitung. Man könnte ja jeden Tag in der Zeitung schreiben, heute sind 50.000 Menschen verhungert. Wie kann das sein? Nein, ein totes Kind am Strand der Türkei auf der Flucht. Da kommen den Deutschen die Tränen. 50.000 Hungertote am Tag, daran hat man sich auch so ein bisschen gewöhnt. Ne? Wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen Hunger, Ebola und den Flüchtlingen? Hunger ist kein Thema, weil Hunger kann man nicht nach Deutschland einschleppen. Der Deutsche sorgt sich nicht um das Schicksal der armen Afrikaner. Der Deutsche hat Angst, er könnte sie beim Afrikaner mit Ebola anstecken. Davor hat er Angst. Gleichzeitig sterben 12.000 Deutsche jedes Jahr in diesem Krankenhauskeim. Die multiresistenten Keime, kennen Sie die? Wo kein Antibiotikum mehr hilft. Darüber habe ich vor 20 Jahren die ersten Texte geschrieben. Seitdem gibt es Programme, was man machen müsste, um die Dinge einzudämmen in den Krankenhäusern. Man könnte das alles in den Griff kriegen, da könnte man was machen. Deshalb wird darüber nicht berichtet. 12.000, diese Krankenhauskeime können Sie in Afrika gar nicht kriegen. Dafür müssen Sie sich extra in ein deutsches Krankenhaus begeben, meine Damen und Herren. Also alle, die Angst haben, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, kann man ins Krankenhaus schicken. Das ist Deutschland exklusiv, die Krankenhaus. Schon in Holland gibt es sie nicht. Können Sie im holländischen Krankenhaus verlangen, haben die nicht vorrätig. Aber sowas beschäftigen Sie uns. Ne? FIFA-Fußballskandal. Oh, FIFA-Fußball, da wochenlang, Menschenskinder. Haben Sie wirklich geglaubt, wir sind die Einzigen, die die WM geschenkt bekommen haben? Hat das hier einer ernsthaft geglaubt? Vor anderthalb Jahren war der ADAC-Skandal, dasselbe Niveau. Ne? Was haben Sie uns mit ADAC? Wochenlang, das sind Skandale, die lieben unsere Politiker. Alle können mitreden, alle können sich aufregen und es geht um gar nichts. Die Zeitungen blasen das auf. Der ADAC. Wie viele Deutsche welches Auto toll finden. Die hatten da Statistiken gefälscht. Was haben die bei VW gelacht damals? Ich wusste ja auch gar nicht, dass das geht, Statistiken fälschen. Also außerhalb der Agentur für Arbeit. Ach, das habe ich eben ganz vergessen. Wenn Sie arbeitslos sind und Sie haben es mit List und Tücke in die Arbeitslosenstatistik reingeschafft und Sie werden dann krank, müssen Sie das dem Arbeitsamt mitteilen. In der Woche, in der Sie krank geschrieben sind, werden Sie aus der Arbeitslosenstatistik wieder rausgerechnet. Die Logik dahinter ist, Sie stehen im Arbeitsmarkt ja nicht zur Verfügung und werden deshalb auf nicht arbeitssuchend gestellt. Das ist keine Idee von mir. Auf sowas kommen Sie nicht von zwei Flaschen Lambrusco. Die rechnen jede Woche noch ein paar tausend Krankgeschriebene aus der Arbeitslosenstatistik raus, damit es in den Nachrichten besser klingt. Und Sie haben wieder was gelernt. Wenn es jetzt im Dezember heißt, 15.000 Arbeitslose weniger, wissen Sie, Grippe. Und noch ein Skandal. Und noch ein Skandal. Wenn überhaupt nichts mehr hilft, wenn wir wirklich abgelenkt werden müssen, dann kommen Sie mit den Migranten. Das Thema ist präsent, seit ich denken kann. Das ist Migranten, das ist, da haben wir immer schon Angst vor. Da haken die Deutschen noch unter. Da hat doch der Hartz-IV-Empfänger was, auf das er runtergucken kann. Einer muss in Deutschland immer schuld sein. Das ist eine alte Tradition. Juden sind nicht mehr genug da. Zum Glück haben wir die Migranten, die alle schuld sind. Und die kommen ja, seit das Boot voll ist, in Wellen. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Und natürlich schüren unsere Medien auch die Angst vor den Fremden. Die ganze Fremdenfeindlichkeit wird von den Medien auch mitgeschürt. Sie müssen die Artikel manchmal im Nachhinein noch lesen.
Schönes Beispiel. 1. Mai vor 3 Jahren durften die Polen europaweit ihren Arbeitsplatz frei wählen. Lesen Sie nochmal die Artikel in den Zeitungen 4, 5 Wochen vorher. Jetzt kommen die Polen. Unsere Arbeitsplätze. Ist immer direkt Angst. Die Polen klauen ja alles, am liebsten Arbeitsplätze. Ne? Da wurde der Eindruck erweckt, dass alle Polen an der Grenze standen, Hufescharren nur auf den Tag warteten. Ne? Na, am Tag der Arbeit, das war das perfide an der ganzen Sache. Ne? Und passiert ist gar nichts, natürlich nicht. Vor 1,5 Jahren kamen die Rumänen. Können Sie sich da noch dran erinnern? Rumänenschwämme, da sind so viele gekommen, da müsste unter jedem Stuhl einer sitzen. Gucken Sie noch mal nach. Die CSU war außer sich. Ne? Zuwanderung in die Sozialsysteme. Wer betrügt, der fliegt. Aber kein Land der Welt will die CSU aufnehmen. Und dann, so ein paar Monate später, wenn von Rumänen keine Rede mehr ist, steht ein kleiner Artikel irgendwo in der Zeitung, da steht drin, 25% der Rumänen, die gekommen sind, haben einen akademischen Abschluss. Und dann begreife ich die Ängste der CSU. Aber die Migranten sind schuld. Thilo Sarrazin hat das erklärt mit seinen Millionen. Bestseller Deutschland schafft sich ab. Der hat ja noch ein Buch danach geschrieben über die Eurokrise. Das haben nicht so viele gekauft. Aber wäre interessant gewesen, weil die Eurokrise sind wohl auch die Migranten schuld, das sagt der Sarrazin. Also diesmal die, die in ihren Ländern geblieben sind. Ja, Migrant ist doch nur ein politisch korrektes Wort für Ausländer. Und dem Sarrazin macht der Ausländer nichts vor, ob er kommt oder bleibt. Das ist ein Ausländer. Der Sarrazin hat klar erkannt, das Problem in Griechenland ist dasselbe wie in Berlin, Neukölln und Duisburg-Marxloh. Zu wenig richtige Deutsche. Wenn es überrichtige Deutsche gibt, da sieht die Welt doch ganz anders aus. Da wird doch ganz anders gearbeitet. Da würden die Ärmel aufgekrempelt, da würden Pläne eingehalten, da würden Flughäfen eröffnet. Da sieht doch alles. % der Menschen, die in Deutschland leben, arbeiten und Steuern zahlen, kommen ursprünglich woanders her. Und diese Menschen halten unser Sozialsystem am Laufen. Ist Ihnen das eigentlich klar? Die offiziellen nackten Zahlen sind so, wenn Sie nur die Migranten für sich nehmen, zahlen die 22 Milliarden Euro im Jahr mehr in die Systeme ein, als sie rausholen. Ohne die Zuwanderung wären unsere Sozialsysteme längst komplett in sich zusammengebrochen. Wir sind auf diese Menschen angewiesen. Wer Ihnen was anderes erzählt, ist ein kompletter Vollidiot oder das größte Arschloch, das Ihnen jemals in die Augen gesehen hat. Und wenn Sie einen von beiden morgen früh im Spiegel entdecken, ist das Ihr Problem. Und ja, ein kleiner Teil der Migranten macht Probleme. Das ist auch kein Tabuthema. Das sagen auch die Migranten, dass ein kleiner Teil der Migranten Probleme macht. Aber ein nicht gerade kleiner Teil der Nicht-Migranten macht auch Probleme. Integration ist ein super Wort. Was soll das heißen? Glauben Sie, man kann die Neonazi-Glatzköpfe in dieses Land noch integrieren? Da wäre man doch froh, wenn die den Kopftuch tragen würden. Aber Kopftuch, das ist so, das ist auch das Symbol für die Unterdrückung der Frau. Das kann der konservative Politiker gar nicht ertragen, wenn Frauen unterdrückt werden. Ja, es gibt Frauen, die tragen ein Kopftuch. Muss ich jetzt jede Einzelne fragen, ob es freiwillig trägt oder unterdrückt wird? Wir haben Religionsfreiheit, oder? Ja, ich fände das auch schöner, wenn wir religionsfrei wären. Aber das war jetzt für Meerbusch schon erstaunlich viele Klatscher an der Stelle. Aber wir haben Religionsfreiheit. Das heißt, jeder kann jeden Quatsch glauben, den er für richtig hält. Solange er nicht gegen geltende Gesetze verstößt. Das ist doch eine einfache Regelung, oder? Und Religion ist immer ein bisschen komisch, ist Ihnen das noch gar nicht aufgefallen? Menschen, die an die jungfräuliche Empfängnis Mariens glauben, machen sich lustig über andere, die auf 75 Jungfrauen im Paradies hoffen. Ich bin katholisch großgezogen worden. Ich habe als Kind Dinge beichten müssen, die ich nie getan hatte. Haben Sie als Neunjähriger gewusst, was unkeusche Gedanken sind? Da war man auch froh, dass ihm der Kaplan so gut weiterhelfen konnte. Aber die missbrauchten Kinder mussten wenigstens keine Kopftücher tragen, ne? Aus sowas wächst man doch irgendwann mal raus. Aus solchen religiösen Zwangssystemen. Man fängt an, sich selbst Gedanken zu machen. Man entwickelt auch eigene Moralvorstellungen. Heute sage ich immer, Religion ist was für Leute, die wirklich Trost brauchen, aber Alkohol nicht vertragen. Der Islam bedroht Deutschland. Wer hat denn hier auf offener Straße in den letzten 20 Jahren über 100 Menschen einfach so erschlagen? Islamisten oder Neonazis? Kommen Sie spontan drauf oder arbeiten Sie bei Verfassungsschutz? Wobei, die Jungs muss man auch in Schutz nehmen. Die Beobachtung der rechten Szene war für die auch nicht immer einfach. Die Selfie-Sticks gibt es erst knapp seit einem Jahr. Wir haben gewaltige Probleme, ja, aber das ist nicht der Islam. Wir haben zu wenig Lehrer, das ist ein richtiges Problem. 10% der Schulstunden fallen aus. Wissen Sie eigentlich, was das heißt? Die Kinder gehen noch 12 Jahre zur Schule, davon fallen 10% aus. Ich weiß nie, ob Sie in der Schule weit genug gekommen sind, um auszurechnen, was das heißt. Das sind die offiziellen Zahlen.
Das heißt, die Vertretungsstunden sind noch gar nicht mit dabei. Vertretungsstunden sind die Stunden, wo Lehrer und Lehrerinnen vor Klassen stehen, die ihnen genauso unbekannt sind wie das Fach, das sie unterrichten sollen. Und es gibt arbeitslose Lehrer, wir haben das Geld nicht, die einzustellen. Ne? Die Kinder sind die wertvollste Ressource, die wir haben. Aber Geld, die auszubilden, haben wir natürlich nicht. Dieses Bildungssystem, das wir haben, hat 7 Millionen Analphabeten hervorgebracht. Ist Ihnen das eigentlich klar? Fast 10% der Bevölkerung, die hier 10 Jahre zur Schule gegangen sind, können nicht schreiben und lesen. Wir haben zu wenig Krankenschwestern, zu wenig Krankenpfleger. Reden Sie mit den Menschen, die in diesen Berufen arbeiten. Da kommt Ihnen das kalte Grausen. Da wird rationalisiert nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und wenn die Klinik nicht mehr läuft, dann wird die privatisiert. Das Allheilmittel im Kapitalismus, die Privatisierung. Da kommt der Investor mit dem Unternehmensberater am Schlepptor. Auf der Station kommen Sie auch zu zweit, klar. An kaltem Essen ist doch keiner gestorben. Machen Sie mal weiter hier. Ne? Reden Sie mit den Menschen, die da arbeiten. Menschen erzählen mir, sie machen Nachtwache auf 2 Stationen gleichzeitig, auf 2 Stockwerken. Wenn da 2 Leute gleichzeitig klingeln, können die eine Münze werfen, wo sie hinlaufen. Ja, alles lustig, solange man nicht betroffen ist. Ne? Gilt auch für die Altersversorgung, für die alten Menschen. Altersheime. Menschen liegen fixiert in der eigenen Scheiße, weil nicht genug Personal da ist. Die ambulante Pflege zu Hause ist durchgetaktet mit der Stoppuhr, meine Damen und Herren. Aber das interessiert einen ja alles erst dann, wenn man selbst betroffen ist. Ne? Nur wenn sie erst mal selbst da liegen, ist das mit dem Demo-Organisieren nicht so einfach. Wir haben zu wenig Polizisten, zu wenig Feuerwehrleute. Was die Polizei alles stemmen soll, die schieben Überstunden im Tausenderbereich vor sich her. Jeder einzelne Beamte, die sind jetzt schon am Anschlag. Da läuft eine Burnout-Welle auf uns zu, da machen wir uns überhaupt kein Bild von. Und das wäre alles mit Geld zu lösen, das Problem, meine Damen und Herren. Aber es ist ja kein Geld da. Nein, wir konnten über Nacht 45 Milliarden Euro locker machen, um die Banken zu retten. Aber um die drängenden Probleme der Gesellschaft in den Griff zu kriegen, dafür haben wir kein Geld. Ne? Was kleckern Sie jetzt rum? Hier 2 Milliarden für die Flüchtlinge, da nochmal 1 Milliarde. Das ist eine Riesenherausforderung, das ist klar. Aber das wäre natürlich zu stemmen mit den Flüchtlingen, wenn man es ordentlich angehen würde. Das würde aber Geld kosten und langfristig würde es sich lohnen, meine Damen und Herren. Das wäre ein Rieseninvestitionsprogramm. Und Geld locker machen geht von heute auf morgen. Die Deutschen vererben jedes Jahr 250 Milliarden. Nur mal als ein Beispiel. 250 Milliarden werden jedes Jahr vererbt. Wenn jeder pauschal 10% von seinem Erbe abgibt, wem würde das wehtun? Da wären 25 Milliarden Euro jedes Jahr da. Und noch ein anderes Beispiel. Die Deutschen verfügen über 5.000 Milliarden Euro Barvermögen. Ohne Immobilien. 5.000 Milliarden Euro Barvermögen. Wenn jeder 5% von dem abgibt, was er hat, wer müsste da auf was verzichten? Da wären 250 Milliarden auf einen Schlag da. Der ganze Bundeshaushalt beträgt 311 Milliarden pro Jahr. Was wir ein Geld locker machen könnten, wenn wir es wollten, meine Damen und Herren. Es geht nicht darum, ob das möglich ist. Es ist die Frage, ob wir es wollen. Aber die Medien gaukeln uns vor, es geht nicht. Die Medien spielen nämlich Spiele. Die Medien berichten nicht über die Dinge, die man ändern könnte. Nein, sie haben uns all die Jahre beschäftigt mit der Griechenland-Krise, mit der Maut für Ausländer und mit dem Kopftuchverbot. Das wird ja die Probleme lösen, wenn ich kein Kopftuch mehr tragen darf. Was spielen die Medien für Spiele? Arabischer Frühling, schönes Beispiel. Erst waren sie begeistert, der arabische Frühling, schaut euch an. Die Araber haben die Demokratie entdeckt, ist das nicht herrlich? Wunderbare Bilder, sie jagen die Diktatoren ins Meer, als die ersten hinterher sprangen, um zu uns rüber zu schwimmen. Lies die Begeisterung wieder nach. Ja, wir Deutschen sind die Ersten, die wissen, wie schön es ist, wenn Mauern fallen. Aber wir haben ja auch erlebt, wer da alles über die Trümmer geklettert kommt. Seitdem können wir das sprachlich differenzieren. Die Menschen sollen reisen dürfen, nicht können. Die Begeisterung über den arabischen Frühling ließen unsere Zeitungen sehr schnell nach. Die waren da befreit und sind dann gar nicht zum Christentum übergetreten. Das hat überhaupt keiner verstanden. Da kommen die ersten freien Wahlen in Tunesien und da wählen die da mehrheitlich muslimische Parteien. Das muss man sich jetzt wirklich mal vorstellen. Moslems wählen mehrheitlich muslimische Parteien. Wie krank ist das denn? Das ist doch, als wenn Sie als Katholik in Bayern... Ja, was kann man da wählen? Da stand in der Rheinischen Post in der Überschrift, sind die überhaupt reif für Demokratie? Also nicht die Bayern, sondern jetzt die Tunesier. Man lässt die Ägypter frei wählen, da wählen die einen Herrn Mursi als Präsidenten, einen Muslimbruder. Der macht Gesetze, die vielen nicht gefallen. Da habe ich noch gesagt, das ist mir auch schon passiert. Sogar Leute, die den Mursi gewählt haben, waren hinterher enttäuscht. Und ich sage noch, Jungs, willkommen in der Demokratie. Dann stellt sich raus, die Demokratie in Ägypten ist weiterentwickelt als hier. Wenn Sie sich in Ägypten bei der Wahl vertan haben, da brauchen Sie keine 4 Jahre warten, um den Irrtum zu korrigieren. Da rufen Sie einfach die Armee an. Also können Sie den Mann mal verhaften, das geht hier so nicht weiter. Stellen Sie mal vor, wir können die Bundeswehr anrufen und sagen, können Sie die Merkel mal verhaften, das hat alles keinen Zweck mehr. Die von der Leyen wird sofort sagen, ja gerne, wo soll ich sie einsperren? Ne? Also, und diese großartigen Ideen, die die Frau immer hat, wie sie uns gerettet hat vor dem Aussterben damals durch die Akademikerin Wurfprämie, können Sie sich erinnern? Ich sehe die von der Leyen noch da stehen im Fernsehen.
In Deutschland pflanzen sich die falschen Frauen fort. Ne? Ja, das ist eine alte Maßnahme in Deutschland. Ein bisschen Auge drauf hat, wer hier. Ne? Und die Freundin hat damals festgestellt, die Hauptschulabgängerin, die bumsen einfach so rum. Ne? Und die Akademikerin braucht einen finanziellen Anreiz. Sonst wirft sie nicht die Studierte. Und dann hat die von der Leyen das Kindergeld für die unteren Einkommensgruppen gekürzt, damit die Akademiker, Doppelverdienerpaare auch Elterngeld kriegen können. Ja, aber von der Leyen. Aber stellen Sie sich mal kurz vor, wir lassen die Merkel von der Bundeswehr verhaften. Und wenn CDU und CSU ein Protestcamp errichten in Berlin, um gegen die Verhaftung der gewählten Kanzlerin zu demonstrieren, erklären wir alle zu Terroristen und lassen die mal einen Haufen schießen. Das ist das beliebteste Motto in der Demokratie, Menschen, die dagegen sind, zu Terroristen zu erklären. Die Türkei macht es gerade auch, ne? Erdogan, unser Moslem Putin da. Alle, die gegen ihn sind, hat er zu Terroristen erklärt vor der Wahl. Der lässt Leute einfach so mal aufschießen da. Der hat seine eigene Bevölkerung bombardiert. Die kurdische Partei hat sich von der PKK immer distanziert. Deren Büros sind angegriffen worden und Erdogan hat gar nichts gemacht. Der hat nochmal neu wählen lassen, weil ihm das Wahlergebnis nicht gepasst hat. Das ist der Mann, mit dem wir jetzt eng zusammenarbeiten. Ne? Da war immer keine Wirtschaftsaktion. Nein, den brauchen wir. Weil er erklärt die Leute, das sind Terroristen. In Ägypten damals war es auch so. Man hat die Einiger von Mosel zu Terroristen erklärt und einen Haufen geschossen und den Rest zum Tode verurteilt. Und dann stand bei uns in der Zeitung in großer Überschrift, in Ägypten wurde die Demokratie gerettet. Und die Artikel haben die in der Ukraine natürlich auch gelesen damals. In der Ukraine wollten sie auch nicht 4 Jahre warten bis zur nächsten Wahl, offensichtlich. Ne? Der Janukowitsch war auch demokratisch gewählt. Das wird hier gerne unterschlagen. Und das ist keine russische Propaganda. Das hat die OSZE damals festgestellt. Von der UN-Organisation. Das war eine faire und freie Wahl. Dass der Janukowitsch ein korrupter Oligarch auch war, und nicht besser war als Julia Timoschenko, die von den Ukrainern abgewählt worden war, weil sie so korrupt war. Das war eine andere Sache. Aber die Proteste auf der Maidan richteten sich gegen Korruption und nicht gegen einen Diktator. Der Janukowitsch ist Ostukrainer. Ostukrainer sprechen Russisch. Der Osten der Ukraine hat seit Jahrhunderten enge Beziehungen zu Russland. Und diesem ostukrainischen Präsidenten wollte dann der Westen ein Assoziierungsabkommen mit dem Westen aufs Auge drücken, inklusive militärischer Zusammenarbeit. Und das, obwohl wir den Russen versprochen hatten bei der Eröffnung des Warschauer Paktes, dass die NATO sich nicht weiter Richtung Osten ausdehnt. Ja, und der Russe hat wie immer sein Wort gebrochen, man kennt ihn ja, den Russen. So wie damals, als er sich trotz Hitler-Stalin-Pakt hat überfallen lassen. So ist er, der Russe. Was könnte wieder für, wenn Georgien jetzt am Atlantik liegt und in die NATO will? Das ist der Klimawandel. Der Janukowitsch wurde gestürzt in Kiew. Es kam eine Übergangsregierung dran, von keinem gewählt. Ein Parlament, das von keinem gewählt war, setzte sich zusammen. Die Faschisten waren plötzlich mit dabei. Offizielle Faschisten. Und die haben als erstes Gesetz verabschiedet, dass Russisch als zweite Amtssprache verboten werden sollte. Da fingen die im Osten der Ukraine an zu demonstrieren. Darüber ist aber hier gar nicht mehr berichtet worden. Nein, die Demonstranten im Osten der Ukraine waren ja von Anfang an Separatisten. Wir haben komplett die Sprachregelung der ukrainischen Regierung übernommen. Und wenn Sie bitte mal das Vokabular betrachten, mit dem der gewählte ukrainische Ministerpräsident über seine Brüder und Schwestern im Osten der Ukraine spricht, da errötet Goebbels im Grab, kann ich Ihnen nur sagen. Jetzt haben wir da einen schönen Bürgerkrieg am Laufen. Es ging um die Menschenrechte in der Ukraine, natürlich, sicher. Es ging um das Leben der Menschen da, ja? Ach ja? Wieso musste der Westen dem Janukowitsch ein Ultimatum stellen? Wie konnte Manuel Barroso als EU-Kommissionspräsident sagen, die Ukraine muss sich entscheiden zwischen Russland und dem Westen? Aus welcher Not heraus? Das war ein blockfreies Land. Die haben mit Russland Geschäfte gemacht, mit uns Geschäfte gemacht. Warum könnte das nicht so bleiben? Und die Ukraine ist auf Russland angewiesen, falls Sie das nicht wissen sollten. Die bekommen von denen das Gas. Und schon seit Jahren können die Rechnungen nicht bezahlen. Die Ukraine war nämlich zu dem damaligen Zeitpunkt schon komplett pleite. Pleiterer als Griechenland. Milliarden Schulden in Russland. Trotzdem haben die denen noch Gas geliefert, zahlen sie mal 3 Jahre lang ihre Stromrechnung nicht. Wie begeistert die Stadtwerke dann reagiert. Wenn es darum gegangen wäre, meine Damen und Herren, den Menschen in der Ukraine langfristig zu helfen, hätte der Westen noch Folgendes machen müssen. Man hätte sich mit den Russen an einen Tisch setzen müssen, hätte sagen müssen, pass mal auf. Ihr habt Geld zu kriegen von der Ukraine, wir wollen mit denen Geschäfte machen, wir wollen, dass dem ganzen Land besser geht. Was können wir alle gemeinsam machen, dass da ein Staat entsteht zwischen den Blöcken Ost und West, eine Brücke zwischen Ost und West. Was können wir alle gemeinsam machen, dass es den Menschen da besser geht, ihr kriegt euer Geld wieder, wir können Geschäfte machen. Das wäre eine sinnvolle Politik gewesen, auch im Interesse der Menschen in der Ukraine, meine Damen und Herren. Aber ich fürchte inzwischen, das ist das Schlimmste, was der US-amerikanischen Außenpolitik passieren könnte. Dass Westeuropa und Russland sich irgendwann mal einig sind. Jetzt halten wir da einen Bürgerkrieg am Kochen. Und mit ein bisschen Glück sind in einem Jahr die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine hier. Und da kommen dann auch ein paar Millionen. Warten Sie mal ab. Und keiner am besten kann verstehen, wieso der Putin im Osten der Ukraine Separatisten unterstützt, anstatt beim Aufbau eines schönen NATO-Stützpunktes mitzuhelfen.
Worum es eigentlich geht, scheint zu sein Grund und Boden. Die fruchtbarsten Böden der Welt nennt man Schwarzerde, da wo am meisten wächst. Und ein Drittel der weltweiten Schwarzerdevorkommen liegen in der Ukraine. Und wenn Sie bedenken, dass die Ernährung der Weltbevölkerung das ganz große Geschäft des nächsten Jahrhunderts sein wird und dass westliche Investoren seit Jahren verzweifelter Versuche sind nach Investitionen in Grund und Boden in Osteuropa, dann beginnen wir zu ahnen, worum es eigentlich geht. Und seit das Assoziierungsabkommen steht, kaufen westliche Investoren mit Hilfe ukrainischer Oligarchen da Grund und Boden auf. Das Schicksal der Menschen ist denen doch sowas von egal. Das alles macht mich nicht zum Putin-Fan, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich war noch nie ein Putin-Fan. Ich weiß auch, dass die Russen Propaganda betreiben ohne Ende. Ich habe aber auch eines gelernt, wenn der amerikanische Geheimdienst CIA sagt, es gibt unwiderlegbare Beweise, dann höre ich immer Saddam Hussein im Hintergrund lachen. Aber das ist eben dann doch der Unterschied. Wenn die USA aufgrund von gefälschten Geheimdienstberichten den Irak komplett plattbomben, ein paar hunderttausend unschuldige Menschen töten, einen kompletten Staat zerstören und dann sagen, ach, der Hussein hatte die Atomwaffen ja wirklich nicht. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, 4 Jahre lang haben die danach gesucht, nach Kriegsende. Zwischendurch hat der Putin mal gesagt, wenn ich die Amis wäre, ich würde welche finden. Nee, die Amis sagen, ach, der hatte doch keine Atomwaffen. Ja, shit happens. Ja, doch, viel Spaß mit eurem kaputten Land. Da kann sich ja jetzt eine schöne Demokratie entwickeln. Und das ISIS ist ja auch geworden. Das, meine Damen und Herren, ist was ganz anderes, als wenn der Putin auf der Krim die Menschen abstimmen lässt, von wem sie unterdrückt werden wollen. Das eine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, der nicht hingenommen werden kann. Das andere war eine humanitäre Aktion zur Rettung des Weltfriedens im Kampf gegen den Terror. Man muss eben wissen, was was ist. Da braucht man einen Durchblick, wie der Bundespräsident. Ein Präsident der Herzen. Ich hätte sogar mal einen fürs Hirn gehabt, aber... Joachim Gauck steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die territoriale Integrität der Ukraine zu wahren. Die Krim muss wieder rausgerückt werden von den Russen. Gauck hat gesagt, wir lassen nicht zu, dass Länder fremde Territorien annektieren. Da haben die in Israel kurz zusammengezuckt. Die Palästinenser haben gedacht, sie kriegen deutsche Panzerabwehrraketen. Aber das war ein Übersetzungsfehler. Die Palästinenser sind doch keine Kurden. Pech, Merga. Was der Putin noch lernen muss, ist, was die Guten dürfen, dürfen die Bösen noch lange nicht. Sind Sie ein Mursi, stand in Ägypten vor Gericht wegen Aufruf zu Mord. Das kann man als Präsident doch nur wirklich nicht machen. Das wird der Obama niemals tun. Der Obama befiehlt Mord, aber der ruft nicht dazu auf. Das ist was ganz anderes. Barack Obama, das ist der moralische Gegenentwurf des Westens zu Wladimir Putin. Eine Art zweibeinige Friedenspfeife. Barack Obama hat versprochen, Guantanamo zu schließen. Ein Gefängnis, das so grausam ist, dass es nach wie vor Gerüchte gibt, dass es eigentlich unter russischer Leitung stehen muss. Er hat Guantanamo nicht geschlossen, aber er bringt keine neuen Gefangenen mehr dahin. Das ist doch ein Fortschritt. Der Obama macht nämlich keine Gefangenen. Der lässt die Leute vor Ort über den Haufen schießen. Was spart die Transportkosten nach Guantanamo und die Folterung, die Fütterung im Käfig? Das Drohnenprogramm der USA, ein offizielles Programm, da sind die stolz drauf, hier keine Verschwörungstheorie. Der Obama hat eine Liste genehmigt, da stehen die Namen der feindlichen Kämpfer drauf. Die dürfen weltweit abgeknallt werden, sobald man weiß, wo die sind. Ohne Anklage, ohne Rechtfertigungsmöglichkeit, nicht mal kurzer Prozess. Und wenn sie dumm daneben stehen, sind sie ein Kollateralschaden. Ja, was haben sie so schlechten Umgang? Sie können die Liste hier einsehen. Gut, die 200 Kinder, die bei diesen Angriffen getötet worden sind, die konnten jetzt noch nicht lesen. Shit happens, ne? 4 tote Kinder im Schlepper-LKW, der zugeschweißt ist. Wie unmenschlich kann man sein? 200 getötete Kinder bei Drohnenangriffen? Ob der Obama sich bei Assad schon mal erkundigt hat, ab wann man als Massenmörder durchgeht? Stell dir mal vor, der Putin stellt morgen eine Liste auf mit den Feinden Russen, also fängt an, auf der ganzen Welt die AfD abzuknallen. Da wäre die Bild-Zeitung außer sich. Das darf der überhaupt nicht, der hat doch gar keinen Friedensnobelpreis. Wie kommt der dazu? Wir sind die Guten. Wir wissen, wo man die Menschenrechte verteidigen muss, wo man noch mal ein Auge zudrücken kann, weil es eh schon so schön gefoltert worden ist, wie in Guantanamo. Waterboarding ist doch innovativ, seitdem weiß ich, was ein wasserdichtes Alibi ist. Und wir bringen doch Opfer für die Menschenrechte, wenn es darauf ankommt. Hier, Julia Timoschenko, was haben wir uns damals engagiert? Können Sie sich noch erinnern? Wochenlang, monatelang in unseren Zeitungen, in unseren Nachrichtensendungen, von morgens bis abends, Julia Timoschenko in der Gesundheitszustand, die Frau lag mit einem lebensbedrohlichen Bandscheibenvorfall. Im Gefängnis, die haben die nicht mal zur Behandlung rausgelassen. Wie grausam kann ein Regime sein? Die hätte sich so gerne behandeln lassen. In Guantanamo haben die Spezialisten. Halbe Stunde Waterboarding, haben sie keine Rückenschmerzen mehr. Wegen Julia Timoschenko haben wir damals das Halbfinale gegen Italien verloren bei der Fußball-Europameisterschaft. Das Endspiel wäre doch in Kiew gewesen, können Sie sich nicht mehr erinnern. Polen, Ukraine, Doppel-EM, Endspiel in Kiew. Kein deutscher Politiker wollte da hinreisen.
Mein damaliger Innenminister, für Sport zuständiger Innenminister, Hans-Peter Friedrich, hat damals wörtlich gesagt, ich kann nicht in Kiew auf der Tribüne über Fußball jubeln, wenn ein paar Kilometer entfernt die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Das geht in Brasilien, das geht in Katar, aber nicht in der Ukraine, meine Damen und Herren. Ein paar Wochen später war die Merkel in China. Das habe Kabinett dabei, die Spitze der deutschen Industrie. In China werden die Menschenrechte nicht mit Füßen getreten, da werden sie handmassiert. So wie in Saudi-Arabien, da werden sie sogar am Stöckchen gestreichelt, nicht? Saudi-Arabien hat dieses Jahr schon mehr Menschen köpfen lassen als der ISIS-Staat. Aber die kaufen uns halt die Panzer ab, nicht? Vielleicht sollte die ISIS bei uns mal Panzer bestellen. Da würde sich die Beziehung ganz anders gestalten, oder? China hat damals Airbusse gekauft. 52 Airbusse, dann darf man alles machen. China lässt in Tibet alle 4 Wochen abstimmen, ob die Menschen weiter unterdrückt werden wollen. Oder ob sie ihre territoriale Integrität bei Herrn Gauck einklagen wollen. Der Janukowitsch in der Ukraine konnte sich damals keine Airbusse leisten, das war sein Pech. Wer Airbusse kauft, darf darin auch die politischen Gefangenen entlagern. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Doppelmoral. Herr Gauck, kommen Sie mit Doppelmoral eigentlich nur aus? Da sind Sie bei Dreifach-, Vierfach-Moral, als Pfaffe sitzen Sie an der Quelle. Bei Waffenhandel ist es auch so. Natürlich sind wir Deutschen entsetzt, wenn wir hören, dass Kriege geführt werden, dass unschuldige Menschen wahllos über den Haufen geschossen werden, in sinnlosen Bürgerkriegen. Aber wenn dann auch bitte mit anständigem Gerät. Das kommt von uns. Wir waren bis vor kurzem der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Da muss man am Ball bleiben, wenn man da mithalten will. Da kann man nicht Waffen nur an Leute liefern, die dann nie benutzen. Keine Waffen in Spannungsgebiete, das ist Kirchentagsromantik. Wenn Sie Schuhe nur an Bettlägerige verkaufen dürfen. Das ist doch kein Geschäftsmodell. Das sind doch Arbeitsplätze hier bei uns. Tausende glückliche Familien zahlen ihre Reihenhäuser ab mit Arbeitsplätzen in der Rüstungsindustrie. Ein Milliardengeschäft. Und die Verteidigung ist immer die gleiche. Wenn wir die Waffe nicht liefern, tut es doch ein anderer. Merken sich die Verteidigung, wenn sie mal vor Gericht stehen. Der Richter, hätte ich den mal nicht umgebracht, hätte es doch ein anderer gemacht. Dann doch lieber vom Fachmann. Wie sehen Sie das? Und wir liefern nicht nur die Waffen, wir liefern auch noch die Prothesen. Wir sind Weltmarktführer in der Medizintechnik. Wir haben das Know-how für Bein ab und Bein dran. Das sind Systemangebote, die wir da machen. Oder sehen Sie es mal so, jeder Afrikaner, der im Bürgerkrieg mit der Waffe von Heckler und Koch über den Haufen geschossen worden ist, den müssen wir schon nicht vor Lampedusa aus dem Wasser fischen. Sie müssen mal anfangen, die größeren Zusammenhänge zu denken. So wie mein Bundespräsident. Das ist die Freiheit, von der der Gauck immer schwafelt. Die Freiheit, Geschäfte zu machen. Diese Freiheit muss geschützt werden. Deshalb soll die Bundeswehr weltweit die Handelswege frei halten, damit wir Geschäfte machen können mit jedem Schwein auf der Welt, solange es nur bezahlen kann. Und die Merkel immer mittendrin, an der bleibt nichts hängen. Das ist doch auch faszinierend, oder? Sie hat einen ganz eigenen Stil entwickelt, das muss man ihr lassen. Wenn einer was sagt, was ihr nicht passt, dann sagt sie nicht, das ist falsch, das sehe ich anders, was soll der Quatsch? Im schlimmsten Fall sagt sie, das ist nicht mein Duktus. Und da kann der andere nicht mal sauer sein. Sie können ja auf einen Menschen sauer sein, der einen Duktus hat. Am Ende ist das noch so eine Frauensache, da haben sie richtig ihr Arsch. Der Duktus der Kanzlerin ist teilweise atemberaubend. Am Tag nach den Verhandlungen in Minsk zur Ukraine hat sie gesagt, in Anbetracht dessen, was wir erreicht haben, kann ich sagen, dass das, was wir erreicht haben, mehr ist, als wenn wir es nicht erreicht hätten. Wo kriegt man die Tabletten her? Dann wieder verblüfft sie mich. Auf dem Höhepunkt der ganzen Pegida-Veranstaltung da hat sie einen klaren Satz gesagt, kurz, knapp, präzise, mit einem klaren Inhalt, ohne Hintertürchen. Der Islam gehört zu Deutschland. Da habe ich gedacht, jetzt haben sie die Tabletten geklaut. Aber sie wurde sofort zurückgepfiffen. Vom starken Mann der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, der Fraktionsführer. Sie wissen, die Fraktionsführung sorgt dafür, dass die anderen den Arm heben, wenn es drauf ankommt. Volker Kauder hat gesagt, nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland, die Muslime gehören zu Deutschland. Das ist jetzt kein Duktus, das ist Kauderwelsch. Dann wieder Merkel in Bestform, am Tag nach der Katastrophe in Fukushima. Man kann an einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kernkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher? So ein Satz hätte kein anderer Politiker überlebt. Ja, man kann sich widersprechen. Nach ein paar Wochen, aber nicht im selben Satz. Das dürfen nur 2 Menschen in Deutschland, Merkel und Beckenbauer. Beckenbauer kommt mit allem durch, oder? Das hat er ja gesagt, er hat immer alles unterschrieben, egal was sie ihm hingehalten haben.
Da würden sicher noch mehr Papiere auftauchen, von denen er gar nicht wüsste, dass er die unterschrieben hätte. Beckenbauer ist der Kaiser. Das wissen die jungen Leute auch nicht, woran das liegt. Der Beckenbauer ist der Mann, für den ist das Sprichwort, was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben, erfunden worden damals. Und der hatte wirklich viel in den Beinen, muss man sagen. Die Sprüche von Beckenbauer sind einfach nur großartig. Zur WM in Katar war er wieder in Topform. Alle regen sich auf. Die Stadien in Katar werden von Sklaven gebaut. Die Scheiß lassen Sklaven die Stadien bauen. 160 tote Sklaven schon bis jetzt. In unseren Zeitungen helle Aufregung. Ist das moralisch vertretbar, da eine WM zu veranstalten? Beckenbauer, kommen Sie da unerahmlich in alles, alles Quatsch. Wir haben auch keine Ahnung, wie er so ist. Wörtlich. Ich bin mehrfach in Katar gewesen. Ich habe da nie einen einzigen Sklaven gesehen. Die Leute laufen da alle frei rum. Ja, für den echten Kaiser ist ein Sklave ohne Kugel am Bein. Das zählt nicht. Der Beckenbauer ist beliebt, daran wird sich auch nichts ändern. Die Merkel ist auch beliebt. Seit Jahren jeder Umfrage 70% für Merkel. Wahrscheinlich steckt der ADAC dahinter. Ich weiß das auch nicht. Es gab eine legendäre Umfrage, da fanden 70% die Regierung beschissen und 70% fanden die Merkel gut. In ein und derselben Umfrage. Das waren wohl auch dieselben 70%. Ich gehe davon aus, die bringen die Merkel mit der Regierung gar nicht in Verbindung. Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche hat Mülltrennung derart verinnerlicht. Der Deutsche wird später sagen, wenn das die Merkel gewusst hätte. Und die weiß das ja gar nicht alles. Die erzählen ja nicht alles. Die lassen die manchmal so doof da stehen. Ich sehe sie noch da stehen bei der Haushaltsdebatte vor 3 Jahren. Freudestrahlen. Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. Ich denke, wie kann der den Satz sagen? Ich habe die ganze Woche vorgelesen, dass sich 25% der Deutschen auf Altersarmut einstellen müssen. Hatten sie im Arbeitsministerium ausgerechnet, offizielle Zahl. Nur der Merkel hat es wohl nicht erzählt. Sonst hätte er den Satz ja nicht sagen können. Ich habe dann jeden Abend im Kabarett den Menschen vorgerechnet, dass nicht 25%, sondern 40% von Altersarmut betroffen sein werden. Und schon nach 9 Monaten haben sie das im Arbeitsministerium auch rausgefunden und offiziell verkündet. Ich vermute, sie sind nicht eher an Karten gekommen. Wir reden über die Altersarmut ab 2030. Das heißt, einige können sich entspannt zurücklehnen. Die Gnade der frühen Geburt, seien Sie froh. Wer jetzt schon in Rente ist, der hat ja Rente. Die Menschen sind mit bis zu 60% vom letzten Netto in Rente gegangen. Das war der Standard früher. Das Drama ab 2030 verdankt man einer rot-grünen Rentenreform von 2004. Die haben die umlagefinanzierte Rente ruiniert, indem sie das Rentenniveau abgesenkt haben. Jedes Jahr, dass sie später in Rente gehen, gehen sie prozentual mit weniger vom letzten Netto in Rente als noch im Jahr davor. Der Tiefpunkt ist 2030 erreicht. Wenn Sie dann in Rente gehen und später, gehen Sie noch mit 40% von Ihrem letzten Nettogehalt in Rente. Sie können ja jetzt schon mal von Ihrem jetzigen Netto 40% nehmen und überlegen, ob Sie da weiter wohnen können oder sich aufs Essen konzentrieren müssen. Wie hoch die Renten 2030 sein werden, kann Ihnen keiner sagen. Bis dahin können die Löhne noch steigen. Nur wenn die Löhne steigen und die Renten steigen, steigen die Preise irgendwann auch. Dann haben Sie zwar mehr Geld, können aber nicht mehr dafür kaufen als heute. Das heißt, die Kaufkraft bleibt wahrscheinlich gleich. Wir können die Zahlen von heute nehmen, da haben wir ein Gefühl dafür, worüber wir reden. Wann ist man arm? Das ist ja eine heiße Diskussion. Und zum Glück haben wir die Wirtschaftswissenschaft, die kann das ausrechnen. Ein Institut hat Folgendes berechnet. Ein Single, der 850 Euro im Monat hat oder weniger, gilt als arm. Ab 855 Euro sind Sie dann schon Teil der Mittelschicht. Dazwischen ist nichts. Das ist Wirtschaftswissenschaft. Knapp vorbei ist auch daneben. Wahrscheinlich will man den Menschen Anreiz bieten, in die Mittelschicht vorzustoßen. Nach dem Motto, habe ich einen 5-Euro-Schein auf der Straße gefunden. Mittelschicht, Mittelschicht. Nie mehr zweite Liga, nie mehr zweite Liga. Ist das in der Nähe von Düsseldorf der falsche Song? Ich weiß, ja. €850 ist die Armutsgrenze. Hartz IV ist ein bisschen weniger. Ne? Hartz IV sind 700 Euro. 400 Bar auf die Hand, der Rest ist Mietzuschuss. Im Alter bekommen Sie nicht Hartz IV, im Alter bekommen Sie etwas, das heißt offiziell bedarfsorientierte Grundsicherung. Kurz GRUSI genannt, wird berechnet wie Hartz IV, also mehr als 700 Euro wird das nicht. So, jetzt nehmen wir normales Bruttoeinkommen von heute, 2000 Euro brutto. Da gehen Sie als Single mit 1400 Euro netto nach Hause. Jetzt nehmen Sie von den 1400 Euro netto mal die 40%, da kommen Sie auch ohne Taschenrechner schnell auf GRUSI. Jetzt müssen Sie nur noch wissen, dass 40% der Deutschen 2000 Euro brutto oder weniger verdienen. Da wissen Sie, dass 40% der Deutschen später mal auf Grundsicherung angewiesen sein werden im Alter. Auf Deutsch früher Sozialhilfe. Inzwischen haben Sie ausgerechnet, Menschen, die 2500 Euro brutto haben oder weniger, deren Rente wird später mal unterhalb der Grundsicherung liegen.
Das habe ich damals in 20 Sekunden ausgerechnet, mit Informationen, die man in 10 Sekunden googeln kann. Haben die im Arbeitsministerium 9 Monate für gebraucht. Als sie es rausgefunden hatten, hat Merkel später gesagt, ich leite die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung. Haben sie der Wieder nicht erzählt. Sie hat kein Wort gesagt zur Altersarmut. Wer sich geäußert hat, war die damalige Arbeits- und Sozialministerin, Frau von der Leyen, die musste was sagen. Und die hat im Fernsehen gestanden, in der Tagesschau gesagt, was heißt denn hier Altersarmut? Die Menschen haben ja noch die Riester-Rente. Ja, die Riester-Rente. Ja, was nützt Ihnen das? Rot-Grün hat die Riester-Rente so gemacht, wenn Sie Grundsicherung bekommen im Alter, wird die Riester-Rente darauf angerechnet. Das heißt, Sie kommen inklusive Ihrer mühsam zusammengesparten Riester-Rente auf Grundsicherung. Weiß die von der Leyen das nicht als Arbeitsministerin, wenn die so einen Satz sagt? Dann ist sie doch intellektuell gesehen eine Schwester von Beckenbauer. Damit könnte man leben. Wahrscheinlicher ist ja, dass sie es genau gewusst hat und den Satz trotzdem gesagt hat. Was sie dann ist, darf ich auf der Bühne aber nicht mehr offen aussprechen. Da gibt es juristische Grenzen. Das muss sich jeder selber denken. Die Gedanken sind immer noch frei. Hilfreiche Silben sind Loch, Dumm, Arsch und S. Und ich hoffe, ich habe jetzt keine militärischen Geheimnisse verraten. Riester-Rente ist ein typischer Fall von Volksverarschung, meine Damen und Herren. Wer 2500 brutto verdient oder weniger, Riester komplett für den Arsch. Und für alle anderen gilt folgende Faustregel. Wenn Sie viele Kinder haben, kann sich Riester lohnen. Ansonsten gehen Sie mal davon aus, wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, wenn Sie das nur wieder raushaben wollen hinterher, müssen Sie 85 Jahre alt werden. Haben Sie eine schöne Wette abgeschlossen. Sie können das leicht selber ausrechnen übrigens. Das ist gar nicht so schwer. Sie nehmen Ihren Riester-Rentenvertrag oder so ein Angebot für eine Riester-Rente und gucken mal, was Sie jeden Monat einzahlen sollen. Da können Sie ausrechnen, wie viel Sie insgesamt einzahlen bis zu dem Tag, wo die Rente anfängt. Haben Sie eine Summe. Und dann nehmen Sie die Rente, die man Ihnen verspricht. Aber bitte nehmen Sie die Garantierente. Nicht die mit den Überschussanteilen, nicht die mögliche Rente. Die entspricht den Abgasmessungen von VW im Labor. Rechnen Sie einfach aus, wie lange Sie die Garantierente kriegen müssen, um das wieder rauszuholen, was Sie vorher eingezahlt haben. Und die Informationen habe ich von Versicherungsvertretern zugeschickt bekommen, meine Damen und Herren. Auch da gibt es anständige Menschen runter, die sagen, sowas verkaufe ich gar nicht. Also auf Deutsch, eine Riester-Rente wird ein Freund Ihnen niemals verkaufen. Ein Verwandter vielleicht. Aber wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit 3% Rendite wieder haben wollen, müssen Sie schon 95 Jahre alt werden. Finde ich ja ambitioniert, wenn Sie glauben, dass Sie mit 95 noch wissen, dass Sie eine Riester-Rente haben. Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, Inflationsausgleich wieder haben wollen, müssen Sie Hees das mit Nachnamen heißen. Das sind Volksverarschungssysteme. Das hat der Schröder eingeführt als Geschenk für Herrn Maschmeyer und seine Freunde von der Versicherungswirtschaft. Und Rot-Grün ist bis heute nicht bereit, sich von der Schweinerei zu distanzieren. Nein, die fordern die Menschen nach wie vor auf, in die Riester-Rente einzuzahlen. Und in den Zeitungen wird immer wieder Werbung gemacht. Und dann steht da noch, ja, gerade die Leute, die so wenig verdienen, dass die überhaupt nicht fürs Alter zurückgehen, das wäre ja furchtbar. Hallo, die Leute sind arm, die sind doch nicht blöd. Und hören Sie endlich auf, diese Menschen sozial schwach zu nennen. Die sind arm, sozial schwach sind Gabriel und von der Leyen, meine Damen und Herren. Die SPD ist stolz auf den Mindestlohn. 8,50 Euro die Stunde, das war ja schwer erkämpft. Unsere Zeitung war dagegen. Lesen Sie nochmal die Artikel in Ihrer Tageszeitung vor einem Jahr, wie die gegen den Mindestlohn geschrieben haben. Ja, dass unsere Arbeit, natürlich waren die Arbeitsplätze wieder in Gefahr. Jetzt mit den Flüchtlingen wollen Sie es auch wieder kippen, ne? Jede Gelegenheit ergreifen Sie, um den Mindestlohn wieder zu kippen. Die Arbeitsplätze, damals stand in der Zeitung, wir werden den Friseur nicht mehr bezahlen können. Lesen Sie den Quatsch nochmal, die ekeln Sie inzwischen von nichts mehr in der Zeitung. Wissen Sie, warum die Zeitung gegen den Mindestlohn war? Weil die Zeitungsausträger auch Mindestlohn kriegen sollten. Es ist so einfach, dass man dran fühlen kann, meine Damen und Herren. Sie glauben, Sie werden unabhängig sachlich informiert in der Zeitung? Nein, das sind interessengesteuerte Artikel. Natürlich waren alle Zeitungen gegen den Mindestlohn. Ein Verarschungssystem. Anstatt zu fragen, wie man 8,50 Euro die Stunde bezahlen soll, hätten die Zeitungen mal fragen können, wie man von 8,50 Euro der Stunde leben soll. Haben Sie das mal ausgerechnet, was das heißt? Eine 40-Stunden-Woche für 8,50 Euro brutto, da gehen Sie als Single mit 1.000 Euro netto im Monat nach Hause. Was machen Sie mit der ganzen Kohle? Na, da schließen Sie eine kapitalgedeckte Altersversorgung ab, ne? Sind Sie bei Menschen, die so wenig Geld verdienen, noch empfiehlt, eine Riester-Rente abzuschließen, da muss er für das Wort Arschloch erst noch Steigerungen finden. Ich schlage den Begriff Sozialdemokraten vor. Und das grüne Gesocks können Sie direkt mit dazu packen, meine Damen und Herren. Die Grünen vertreten inzwischen wirtschaftspolitisch denselben Dreck, den die FDP 20 Jahre lang erzählt hat. Beschäftigte durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung. Der Unterschied zwischen Cem Özdemir und Philipp Röster sind 20 Zentimeter. Mehr ist das nicht.
Und ich habe endlich begriffen, was die alten Leute meinten, wenn die sagten, das ist dasselbe in grün. Dass die Zeitung Werbung für die Riester-Rente machen, kann man wieder verstehen. Wer schaltet Anzeigen in der Zeitung? Die letzten in der großen Anzeige schalten sind die Banken. Die sind mit der Versicherung verbandelt. Die verdienen an diesen Sparsystemen. Wer die Musik bezahlt, bestimmt, was gespielt wird, oder wie hieß das immer? Die Zeitungen sind schon lange nicht mehr Teil der Aufklärung. Die sind Teil des Verarschungssystems. Und sie machen die Menschen verrückt. Sie machen die Menschen Angst vor der Rentenlücke. Dabei ist die umlagefinanzierte Rente sicher zu organisieren, so wie in der Schweiz. Alle zahlen ein von allem. Höchstrente, Mindestrente, fertig aus. Sie machen Leute Angst vor der Rentenlücke und wundern sich dann, wenn die Leute immer dicker werden. Fangen Sie bitte an, in Zusammenhängen zu denken. Wenn Sie von klein auf jeden Tag gesagt kriegen, dass Sie im Alter nichts mehr zu fressen haben. Die Deutschen bauen sich eine Bio-Riester-Rente auf. Das ist doch offensichtlich. Man spricht auch von einer Burgerversicherung. Kommt direkt die nächste Prognose. Stand so in der Zeitung. Wenn das so weitergeht, sind in 60 Jahren 80% der Deutschen schwerst übergewichtig. Wer rechnet sowas aus? Und wie schmuggelt man die Ergebnisse aus der geschlossenen Abteilung? Ich guck Tagesschau, öffentlich-rechtlich ist ja nicht mehr besser inzwischen. Guck Tagesschau, da liest der Sprecher mir vor, wie hoch der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050 sein wird. Hat es im Arbeitsministerium ausgerechnet. Und ich denke, oh, jetzt habe ich Planungssicherheit, das ist immer schön. Der Rentenbeitragssatz 2050, das liest er aber auch einfach so vor. Da macht er nicht so bei. Was ist das? Ein hochbezahlter Volksverarscher? Ist der hirntot? Oder steht er mit einer Knarre dahinter und sagt, du verziehst keine Miene, lies? Und wenn Sie so einen offensichtlichen Quatsch jahrelang fehlerfrei im Heute-Journal vortragen können, wird es zur Belohnung Regierungssprecher, meine Damen und Herren. Prognose über 30, 40 Jahre, ohne mit der Wimper zu zucken. Da kommt der Sarrazin direkt mit der Prognose über 100 Jahre. Hat er ausgerechnet in seinem Buch, ne? In 100 Jahren nur noch Moslems in Deutschland. Der ist ja Wissenschaftler. Das drucken ihn dann in der Zeitung ab. In 100, wenn der Deutsche das liest, ist er außer sich. Was? In 100 Jahren nur noch ich und die Moslems. Alle Staaten sind unterfinanziert. In so einer Situation empfehlen ja die Wirtschaftsexperten immer Steuersenkungen. Um die Konjunktur anzukurbeln. Das heißt, wenn Sie zu Ihrem Chef gehen und sagen, Chef, ich kann die Miete nicht mehr zahlen, kannst du meinen Lohn senken. Um meine Konjunktur anzukurbeln. Warum es in der Eurokrise wirklich ging, darüber ist doch gar nicht richtig geredet worden. Man hätte das ganze Problem anders angehen können. Sehen Sie mal, die Griechen hatten bei Ausbruch der Finanzkrise pro Kopf 29.000 Euro Staatsschulden. Die Amerikaner hatten zum selben Zeitpunkt pro Kopf 35.000 Euro Staatsschulden. Wo hätten Sie jetzt spontan gedacht, hätte mal gespart werden müssen? Ja, schon falsch, ne? Unsere Wirtschaftsexperten haben von morgens bis abends erklärt, die Griechen müssen sparen, sparen, sparen und die Amerikaner dürfen auf keinen Fall sparen. Wenn die Amerikaner sparen, geht die Weltwirtschaft den Bach runter. Also müssen die Amis weiter Schulden machen. Der Obama hat jedes Jahr 700 Milliarden Euro neue Schulden gemacht. Die USA haben jetzt 5 Jahre lang jedes Jahr mehr neue Schulden gemacht, jedes Jahr, als Griechenland, Portugal und Spanien in 30 Jahren zusammen aufgehäuft haben. Die Amerikaner haben nur 6% Arbeitslosigkeit, die Wirtschaft ist angesprungen und die Griechen sind erledigt. 25% Arbeitslosigkeit, 6% Jugendarbeitslosigkeit. Das, was die Amerikaner gerettet hat, durften die Griechen ja auf gar keinen Fall machen. Selbe Problem, gegenteilige Ansätze. Ne? Das ist eine Wirtschaftswissenschaft, das ist eine Religion. Sie müssen das nicht begreifen, Sie müssen das einfach nur glauben. Die Griechen sollen am Schluss 8% Zinsen zahlen, wenn überhaupt noch einer den Geld leihen wollte. Konnten die natürlich nicht. Geht nicht. Die Amis haben nie mehr als 2% bezahlt. Alle Welt leiht den Amerikanern Geld, weil alle Welt weiß, die Amerikaner haben eine Armee, die kommen sich ja sonst holen. Die Griechen können nur mit Tzatziki drohen. Ne? Also, das restliche Geld haben die Amerikaner sich bei ihrer eigenen Zentralbank geliehen. Wie kann Amerika so viel Schulden machen, ohne am Stock zu gehen? Die amerikanische Zentralbank, die Federal Reserve, leiht dem amerikanischen Staat jetzt seit Jahren das Geld zinsfrei. Jahrelang haben die jeden Monat 80 Milliarden da reingeschossen, jetzt sind sie auf 60 Milliarden pro Monat runtergegangen. Zinsfrei. Sehen Sie, wenn Sie keine Zinsen zahlen müssen und wenn keiner das Geld wiederhaben will, sind Schulden überhaupt kein Problem. Die japanische Zentralbank finanziert Japan auch nach demselben Motto. In Japan gibt es seit 20 Jahren keine Zinsen mehr. Die Immobilienblase platzte in der Mitte der 90er, seitdem kennen die da keine Zinsen mehr. Die Japaner gehen zur Arbeit, die essen, die trinken, die fahren Auto, die fahren in Urlaub. In unseren Zeitungen steht immer und immer wieder, die japanische Wirtschaft kommt nicht mehr auf die Beine, die haben kein Wachstum mehr. Nee, die leben einfach nur. Und wenn Sie anfangen, über die Sache nachzudenken, merken Sie, das ganze Geschwafel vom Wachstum erfüllt nur einen einzigen Zweck, den Kapitalismus am Laufen zu halten. Sie brauchen das Wachstum nicht, damit die Menschen Arbeit haben.
Sie brauchen das Wachstum auch nicht, damit genug Produkte für alle da sind. Ist doch längst von allem zu viel da. Das Wachstum in unserem Wirtschaftssystem brauchen Sie, weil jedes Jahr mehr Zinsen erwirtschaftet werden müssen als im Jahr davor. Das Vermögen wächst und wächst und wächst, auch in der Krise ist das Vermögen gewachsen. Und darauf sollen Zinsen erwirtschaftet werden. Denn wer Geld verleiht, will doch Zinsen haben. Man lässt doch das Geld für sich arbeiten. Einer der Klassiker im Kapitalismus. Haben Sie schon mal versucht, einem 50-Euro-Schein eine Chip in der Hand zu drücken? Wenn Ihr Anlageberater mal wieder davon faselt, das Geld muss besser arbeiten, dann holen Sie mal so einen Schein raus. Jetzt zeigen Sie mal vor, lassen Sie mal vorarbeiten hier. Wo kommen denn die Zinsen her? Sie zahlen eine Lebensversicherung ein, wollen 4% Zinsen haben, Rendite. Was glauben Sie denn, was die Lebensversicherung mit dem Geld macht? Sperren die das in Schließfach, rammelt das und kriegt Junge? Wenn Sie 4% haben wollen, müssen Sie doch jemanden finden, der 7% zahlt. Weil die haben doch laufende Kosten, einen gewaltigen Apparat, wollen selber was verdienen und Sie wollen 4% haben. Also muss einer 7% da abdrücken. Und dafür muss gearbeitet werden. Das muss in der realen Wirtschaft erwirtschaftet werden. Fragen Sie doch mal einen mittelständischen Unternehmer, wie man 7% Eigenkapitalrendite erwirtschaften kann. Das geht nicht. Mit anständiger Arbeit kann man keine 7% Eigenkapitalrendite erwirtschaften. 7% können Sie auf zwei Arten. Sie können Leute erpressen, dass sie 7% zahlen, oder Sie gehen ins Spielcasino. Und die Banken haben beides gemacht. Die Banken und die Versicherungsgesellschaft haben ein riesen Zocker-Casino aufgebaut, mit Derivaten, mit Finanzprodukten, wo überhaupt keiner mehr durchblickt. Da werden Wetten abgeschlossen auf steigende und fallende Kurse. Diese Wetten können Sie wieder versichern bei jemand und der bringt diese Versicherung wieder an die Börse, darauf können Sie wieder wetten. Das ist ein Wahnsinns-Spielcasino. Und der Rest ist Erpressung. Die haben die Griechen erpresst, die mussten 8% Zinsen zahlen. Wir Deutschen zahlen nur noch 2% Zinsen. Wir zahlen manchmal gar kein Geld mehr, wenn wir Geld geliehen bekommen im Augenblick. Wir Deutschen haben in der Finanzkrise 100 Milliarden Euro verdient. Die sind das eigentlich bekannt. Dank der Euro-Krise haben wir 100 Milliarden Euro an Zinsen gespart, die wir hätten zahlen müssen, wenn die Euro-Krise nicht gekommen wäre. 100 Milliarden, einfach über. Das ist der schwarze Null von Schäuble. Der hat keinen einzigen Cent gespart, der hat einfach nur Glück gehabt. Dass aus irgendeinem Grund alle Welt glaubt, wir würden unsere Schulden später mal zurückbezahlen. Die Banken, jetzt im Moment erpressen sie die Ukraine. Die Ukraine zahlt jetzt 7% Zinsen. Erpressung und Glücksspiel. Das sind die klassischen Geschäftsfälle der organisierten Kriminalität, meine Damen und Herren. Unsere Banken betreiben organisierte Kriminalität. Und damit meine ich diese Investmentbanken, nicht die normalen Sparkassen, die unsere Konten führen. Und die haben uns in die Scheiße geritten und die werden im Rat gefragt, wie man aus der Krise rauskommen kann. Da können sie auch den Fuchs bitten, den Gänsestall sicher zu machen. Das Wachstum brauchen sie, weil jedes Jahr mehr Geld angelegt wird. Die Deutschen haben ihr Vermögen von 2.000 Milliarden auf 5.000 Milliarden Euro gesteigert, von 1980 bis heute. 1980, da ging es uns aber auch nicht gut. Sie erinnern sich, der Hungerwinter, 79, 80. Da hatten wir nur 2.000 Milliarden auf der hohen Kante. Jetzt haben wir 5.000 Milliarden. Wer soll denn die ganzen Zinsen erwirtschaften mit ehrlicher Arbeit in der freien Wirtschaft? Es funktioniert nicht. Man hätte also den Griechen ganz anders helfen müssen. Man hätte sagen müssen, pass mal auf, ihr Griechen, ihr habt ein Riesenproblem. Euer Staat ist sowas von unterfinanziert, das ist ja in Deutschland wird auch schon viel hinterzogen, bei euch zahlt aber keiner Steuern. Die reichen Griechen haben ja da so ein System aufgebaut, wo gar keiner was zahlt. Ein paar reiche griechische Familien haben das Land unter Kontrolle gebracht. Simitris Papandreou Karamanlis. Die beiden letzten Namen kennen Sie, die haben in dritter Generation Ministerpräsidenten gestellt. Eine Erbdemokratie. Ist in den USA doch eigentlich auch, mit Bush und so. So. Die reichen Familien in Griechenland zahlen keine Steuern, die bringen das Schwarzgeld außer Landes und kaufen dann von da aus Staatsanleihen. Das heißt, statt Steuern zu zahlen, leihen sie das Geld ihren Staatsbürgern und damit finanzieren die ihren Staatshaushalt. Das ist, als wenn ich ihnen die Möbel klaue und sage, sie können die zurückmieten. 200 Milliarden Euro griechischer Schwarzgelder auf Schweizer Konten, offizielle Aussage vom Internationalen Währungsfonds. Mit dem Rest des Geldes haben die Bauten hingestellt, Villen, Luxuswillen, wo keiner weiß, wem die gehören. Katasteramt ist unbekannt. Und da hätte man sagen können, pass mal auf, ihr Griechen, wir helfen euch, aber ihr müsst euer Land in Ordnung bringen. Ihr müsst erstmal diese reichen Familien aus der Regierung rausschmeißen, ihr müsst ein vernünftiges Parlament wählen, dann führt ihr ein richtiges Steuersystem ein. Bei euch kontrolliert doch keiner. Die griechische Steuererklärung sieht so aus, da steht vorne drin, 10.000 Euro Jahreseinkommen. Die wird mit Rolls-Royce vorbeigebracht. Und dann guckt der Beamte da drauf und sucht nur nach der Anlage B, wie Bargeld. Und dann sagt er, sieht gut aus. Das ist in Griechenland wirklich so gewesen. Sie legen hinten einen 500-Euro-Schein in die Steuererklärung und dann ist alles gut. Ich hätte mal sagen müssen, ihr müsst das jetzt mal ändern. Ihr müsst richtig prüfen, ihr müsst das Geld eintreiben, ihr müsst rausfinden, wem die Häuser gehören. Katasteramt muss aufgebaut werden. Ihr müsst das Schwarzgeld aus der Schweiz zurückholen. Und für das alles kriegt ihr 5 Jahre Zeit. Und in der Zeit hält euch die EZB den Rücken frei. Wenn die amerikanische Zentralbank den amerikanischen Staat für 0% finanzieren kann und die japanische Zentralbank den japanischen Staat für 0% finanzieren kann, kann die europäische Zentralbank doch auch die europäischen Länder für 0% finanzieren, oder? Nein, darf sie nicht, nein. Unsere ganzen Wirtschaftsexperten sagen, nein, die EZB muss das Geld den Banken leihen.
Weil nur die Banken wissen, wem man Geld leihen kann und wem nicht. Und deshalb leiht die EZB jetzt derzeit das Geld den Banken für 0,05% und bei ihnen auf dem Dispo nehmen die immer noch 11%. Das ist die kleine Marge, von denen die leben müssen. Vor ein paar Jahren haben sie den Banken das Geld für 1% geliehen und die haben dann von den Griechen 4% genommen. Warum darf die EZB den Griechen das Geld nicht direkt leihen? Es kann nur eine Erklärung geben. Wenn die EZB den Griechen das Geld direkt leiht, hat das Schmarotzerpack bei den Banken sein Geschäftsmodell verloren, meine Damen und Herren. Das ist sowas von offensichtlich. Und all die Experten, die in den Talkshows immer und immer wiederholen, die EZB darf auf keinen Fall die Länder direkt finanzieren, das sind Mietmäuler dieses Bankengesindels und Syndikats, meine Damen und Herren. Das ist doch alles offensichtlich. Das kann doch gar nicht anders sein. Es gibt doch noch sowas wie gesunden Menschenverstand. Die EZB druckt Geld, die EZB druckt Geld. Ja, ob sie das den Griechen direkt leihen oder den Banken oder die leihen es an den Griechen. Wo ist jetzt der Unterschied? Da ist ein Schmarotzerpack zwischengeschaltet nach dem jetzigen System. Das Geld kommt eh von der EZB, also hätte man sagen müssen, pass mal auf, ihr Griechen. Wenn ein Kredit fällig wird, den ihr bei der Deutschen Bank aufgenommen habt, nicht zurückzahlen könnt, dann ruft ihr bei der EZB an, die überweisen euch das Geld, ihr überweist an die Deutsche Bank, die überweisen an die EZB zurück, einmal rumgelaufen, alle sind zufrieden. Und die EZB muss keine 26% Eigenkapitalrendite erwirtschaften. Die muss nur gucken, dass der Wirtschaft am Laufen bleibt. Stattdessen ist die Merkel damals nach Griechenland gefahren und hat gesagt, Freunde, wir hören jetzt halt 8% Zinsen auf dem freien Markt, das kann ja keiner. Und hat gesagt, wir helfen euch. Und hat einen Kredit über 10 Milliarden hingelegt und hat gesagt, wir nehmen nur 5%. Offizielle Zahlen, können Sie nachgucken. Wir Deutschen haben uns diese 10 Milliarden für 2% geliehen. Die Zinsdifferenz jedes Jahr betrug 300 Millionen Euro. Die hat der Schäuble fest eingeplant gehabt im Haushalt als Einnahmen für seine schwarze Null. Die Griechen haben den Kredit bedient, trotz Finanzkrise. Denn die Merkel hat gesagt, ihr kriegt die 10 Milliarden Euro nur, wenn ihr Löhne kürzt, Renten kürzt und am selben Tag noch einen Kaufvertrag für 2 neue U-Boote von deutschen Werften auf den Tisch legt. Die müsst ihr auch noch kaufen. Wir passen schon auf, dass die Griechen von dem Geld, das wir denen leihen, keinen Scheiß kaufen. Und die U-Boote brauchen die in der Krise, um sich über Wasser zu halten. Beginnen Sie zu ahnen, warum viele Griechen so sauer sind auf Europa, das auf den Geheiß von Deutschland diese Politik verlangt hat. Die Troika, bei uns hoch angesehen. Die haben in Griechenland verlangt, dass überall gekürzt wurde, nur im Rüstungssektor nicht. Das Rüstungsministerium musste weiter all den Scheiß aufkaufen, der bei uns hier überall produziert wird. Und die Griechen selber mussten sparen. Der Internationale Währungsfonds sagt inzwischen, bei Ausbruch der Krise hatte Griechenland ein Problem. Und dank der Politik, die unter der Führung Deutschlands von Griechenland verlangt worden ist, ist es jetzt eine Katastrophe. Der Erfinder dieser Katastrophenpolitik heißt Dr. Wolfgang Schäuble. Und jetzt, wo alles schiefgelaufen ist, was macht er jetzt? Dann sagt er nicht, ja, das tut mir leid, da müssen wir das jetzt anders machen. Nee, da verschärft er diese Politik nochmal. Nach dem Motto, Ihre Suppe ist versalzen, natürlich noch ein bisschen Salz dabei, da wird es wohl passen, ne? Der Schäuble von Wirtschaft hat überhaupt keine Ahnung. Der weiß, wie man 100.000 Euro im Rollstuhl versteckt. Das ist aber auch schon alles. Man bescheinigt ihm offiziell, dass die Politik falsch ist, die er in Griechenland macht. Und er besteht darauf, sie fortzusetzen, meine Damen und Herren. Und das ist der beliebteste Minister in Deutschland. Darf man eigentlich fragen, wie verblödet eine Bevölkerung eigentlich sein kann? Ich bin von der neuen griechischen Regierung auch enttäuscht. Die linke Regierung hätte doch ganz anders auf den Tisch hauen müssen. Der Varoufakis, Menschenskinder. Der hätte doch sagen müssen, Schäuble, du willst Geld zurück haben, wir sind schon mal 2 U-Boote, hier. Anzahlung. Die hätte ich dem Schäuble auf die Wiese vom Reichstag gestellt, die beiden U-Boote. Und dann hätte unsere Zeitung ja mal erklären können, was sie mit den U-Booten auf sich hat. Genau wie die bis heute immer noch die Reichen nicht in die Füße gepackt haben. In Griechenland zahlen die Reichen bis jetzt immer noch nichts. Die wissen immer noch nicht, wem die Häuser gehören. Da brauche ich doch kein Kataster mit 5 Jahren aufbauen. Das mache ich doch in 14 Tagen. Da erkläre ich 5 Millionen arbeitslose Griechen zur Hilfssteuerprüfung und schicke die zu Fuß los. Die wissen doch, wo die Villen stehen. Da klingeln die an der ersten Villa. Guten Tag. Wir kommen vom Finanzamt. Wer Eingang wusste, das Haus hier gehört? Das hat noch nie einen interessiert. Ja, jetzt aber. Sind Sie der Besitzer? Nö, wir wohnen hier nur. Also, sind Sie Eigentümer? Sind Sie spitzfindig? Nee, wir sind auch nicht Eigentümer, wir wohnen hier nur. Also, da sind Sie Mieter? Haben Sie Mietvertrag? Kennen Sie den Besitzer? Nö, auch nicht, nö. Ich fasse zusammen. Sie sind nicht Mieter, nicht Besitzer, nicht Eigentümer. Da sind Sie Besetzer. Ja, da kommen Sie mal raus. Laufen Sie ganz schnell, das ist strafbar. Und dann lassen Sie einen Bulldozer kommen und renaturieren das herrenlose Gelände. Das ist schön für die Umwelt, schafft Arbeitsplätze im Bulldozerbereich. Und während die beschäftigt sind, klinge ich bei der Nachbarvilla. Guten Tag. Ich wette mit Ihnen, wenn Sie 2, 3 Villen abgerissen haben, ab der 4. Villa meldet sich überall ein Besitzer. Und das spricht sich auch rum im Land, relativ schnell. Und dann können Sie verhandeln. Das ist Ihr Haus, schönes Haus, ja, mein ganzer Stolz. Wovon haben Sie das denn bezahlt?
Sehen Sie bei Ihrer Steuererklärung, liegt es ja vor, Sie haben nie mehr als 10.000 Euro im Jahr verdient. Wovon haben Sie das denn bezahlt? Ja, wir kürzen das Ganze ab, Schwarzgeld, ne? Wir sind selber Griechen, wir wissen, was hier gelaufen ist. Also, das war all die Jahre so, das ist aber jetzt nicht mehr so. Das Land ist in Schwierigkeiten, alle müssen bluten, Sie jetzt auch. Sie waren ehrlich, das ist Ihr Haus. Sie zahlen 10 Jahre rückwirkend auf den Wert Ihres Hauses Steuern. Mein Geld ist in der Schweiz, holen Sie es zurück. Ich würde mich beeilen, in 2 Tagen kommt der Bulldozer, mal gucken, wer schneller ist. Sie müssen das ein bisschen sportlich organisieren. Sie können auch ein Kamerateam mitnehmen, eine Fernsehsendung machen, wetten, dass Sie Ihre Steuern zahlen. Also. Und kommen Sie nicht mit dem Argument, Sie können nicht einfach Häuser abreißen im Rechtsstaat. Natürlich, warum denn nicht? Warum soll ich denn 5 Jahre rumklagen, um rauszufinden, wem das Haus gehört? Machen wir den umgekehrten Weg. Ich reiße das Haus ab und erfahre sofort, wem das Haus gehört. Da kommt er nämlich angelaufen. Ey, das ist mein Haus, da können Sie doch nicht abreißen. Wie ist dein Haus? Ey, das ist nicht dein Haus. Jetzt ist doch dein Haus, du bist ja ein Schlauberger. Jetzt haben wir das für teuer Geld abreißen lassen müssen. Weißt du, was das kostet, so ein Abriss? Das sind syrische Facharbeiter für 300 Euro die Stunde. Jetzt müssen wir die auch noch entschädigen. Wir sind ja ein Rechtsstaat. Mein Gott, was für ein Schlamassel. Was hat der Schuppen denn gekostet? Ach, doch so viel. Du hast 10.000 Euro im Jahr verdient. Pass mal auf, Menneken. Dein Nachbar war ehrlich, der hat 10 Jahre nachgezahlt. Du hast gelogen, du zahlst 30 Jahre nach. Du zahlst die Abrisskosten. Und davon ziehen wir den Wert des Hauses ab. Und ich glaube, da kriegen wir noch was raus. So ganz grober Schlag. Sie müssen diesen Menschen zeigen, dass sie das ernst meinen, meine Damen und Herren. Die Reichen sind nicht bereit, Steuern zu bezahlen. Das ist doch inzwischen offensichtlich. Wenn wir nicht angefangen hätten, die Steuer-CDs aufzukaufen, würden die Deutschen ihre Zinsen in der Schweiz, in Liechtenstein immer noch nicht versteuern. Der Eichel hat damals gemeint, wenn wir die Abschlagsteuer einführen, dann bringen die Reichen ihr Geld zurück. Ne? Ja. Ne, wenn Karstadt sagt, wenn sie das Geklaute zurückbringen, kriegen sie es zum halben Preis. Ja, SPD halt, Lügen, ohne jemals rot gewesen zu sein. Ne? Und dann erzählen sie uns, die Steuern darf man nicht so hochsetzen, Kapital ist ein scheues Reh. Nein, die Besitzer des Kapitals sind asoziale, egoistische Charakterschweine, meine Damen und Herren. Das muss endlich beim Namen genannt werden. Die Reichen in ganz Europa haben ein System aufgebaut, wie sie die arbeitenden Menschen in allen Ländern verarschen und knechten und knebeln. Und in Griechenland haben sie so lange machen lassen und die Reichen haben ihr Geld außer Landes gebracht. Und jetzt, wo nur noch die kleinen Leute Geld auf der Bank hatten, da machen sie dann plötzlich eine Transaktionssperre. Wie schwer ist das zu begreifen, dass die Reichen sich endlich beteiligen müssen an der Finanzierung der Länder? Das Schuldenproblem, das ist doch ein Getue, das ist doch morgen zu lösen. Das deutsche Schuldenproblem mit einem Schnips. Jeder Deutsche hat 25.000 Euro Staatsschulden. Das sind die 2.000 Milliarden Euro von der Schuldenuhr vom Bund der Steuerzahler. 2.000 Milliarden Euro Staatsschulden, drückende Last. 25.000 Euro pro Person in Deutschland. Jeder Deutsche hat aber auch 60.000 Euro Barvermögen zu Hause auf der hohen Kante liegen. Ja, Sie auch, Sie müssen mal aufräumen. Das Geld ist da. Das sind die 5.000 Milliarden, von denen ich eben schon mal sprach. 5.000 Milliarden Euro Barvermögen ohne Immobilien. Das sind 60.000 Euro pro Kopf. Warum haben Sie Ihre nicht? Gute Frage. Das Geld ist schlecht verteilt. Das hat Kästner schon gesagt, das Geld ist in den falschen Händen. 50% der Menschen in Deutschland haben überhaupt keine Ersparnisse. Die Menschen, die in der realen Wirtschaft für kleines Geld die Zinsen oder Dividenden erwirtschaften müssen, die Reichen einsacken, die verdienen so wenig, dass sie nichts zurücklegen können. Die haben gar keine Ersparnisse. Das reichste 1% verfügt über 33% der gesamten Ersparnisse in Deutschland. Die reichsten 10% verfügen über 66% der gesamten Ersparnisse in Deutschland. Und vor der Finanzkrise verfügten die nur über 64% der gesamten Ersparnisse. Das heißt, deren Anteil ist nochmal gewachsen, dank Finanzkrise. Das heißt, grob gesagt, verfügen die reichsten 10% in Deutschland über 3.200 Milliarden Euro Barvermögen ohne Immobilien. Das heißt, sie können die Staatsschulden so bezahlen und hätten mehr Geld über, als der arbeitende Teil der Bevölkerung mit ehrlicher Arbeit im ganzen Leben jemals zusammensparen kann. Jetzt sind wir ja eine Schicksalsgemeinschaft, hat Schäuble gesagt. Wir sind eine Schicksals- und Solidargemeinschaft. Und diesen rollenden Schwätzer wollte ich immer schon mal ernst nehmen. Und die Entschuldung Deutschlands, meine Damen und Herren, geht sogar innerhalb des Kapitalismus. Das haben Volkswirte vorgerechnet. Das ist auch eine ganz einfache Rechnung. Wenn die Reichen 10% die Hälfte ihres Geldes abgeben würden, wären die Staatsschulden so weit abbezahlt, dass der Rest locker zu machen wäre. 50% müssen die abgeben, nicht auf einen Schlag. Wenn die in den nächsten 10 Jahre jedes Jahr 5% abgeben, ist das Geld auch zusammen. 5% von ihrem heutigen Vermögen, die nächsten 10 Jahre, die Vermögensteuer. 5% pro Jahr ist das, was die letzten 20 Jahre jedes Jahr an Zinsen kassiert haben. Sie erinnern sich noch? Zinsen, das, wofür die Menschen arbeiten gehen, die selber nicht zurücklegen können. Wir wollen doch nicht an das hart erarbeitete Geld von Menschen ran.
mit der Vermögensteuer. Wir wollen die Zinsen der letzten 10 Jahre, der nächsten 10 Jahre wieder haben und dann wird Deutschland entschuldet. Und das wird in allen anderen Ländern wahrscheinlich auch funktionieren. Und es müsste keiner auf was verzichten. Wir reden nämlich bei der Vermögensteuer von Menschen mit einem Barvermögen ab 1 Million Euro pro Kopf aufwärts. Nur damit Sie nicht meinen, dass Sie betroffen sind. Falls Sie zu den Unglücklichen gehören sollten. Ich finde noch heute Abend jemanden, der mit Ihnen tauscht. Es geht nicht um Omas Kleinhäuschen. Lassen Sie sich doch nicht verrückt machen von den Zeitungen, was die Vermögensteuer angeht. 1 Million pro Kopf, wissen Sie, wie viel das ist? 1 Million. Wenn Sie 500 Euro im Monat zurücklegen können, brauchen Sie 166 Jahre, um das Geld zusammenzusparen. Das geht mit ehrlicher Arbeit nicht, vergessen Sie das. Wir reden von unglaublichem Reichtum. Wir reden von einer Familie Albrecht, die 20 Milliarden besitzt. Wenn die nur noch 10 Milliarden haben, meinen Sie, dann müssen die von Butter auf Margarine umsteigen? Überall auf der Welt leben Menschen, die haben so viel Geld, dass sie gar nicht mehr wissen, was es wert ist. Warum kann einer ein Bild für 140 Millionen kaufen bei Sotheby's? Doch nicht, weil das das wert ist, nein, der hat einfach die Kohle über. Und er hat keine Lust davon, 2 Krankenhäuser zu bauen. Der hängt sich lieber ein Bild in den Safe, weil das kann. Unvorstellbarer Reichtum. Warum konnte der Achenbach aus Düsseldorf, der Kunsthändler, warum konnte der den Sohn vom alten Albrecht so bescheißen? Haben Sie mitbekommen, der sitzt ja jetzt im Knast, ne? Der Sohn vom alten Albrecht, der hatte so viel Geld, der wusste nicht, was das wert ist und der war auch sonst, wie sagt man heute, geistig wahrscheinlich ein bisschen herausgefordert. Wollte aber einer internationalen Szene dazugehören und dann hat er sich einen Kunsthändler, einen Kunstberater engagiert. Und da hat der Achenbach wohl relativ schnell gemerkt, ob der Bild jetzt 6 Millionen kostet oder 6,5 oder 7 Millionen, dann merkt er, das ist dem Albrecht das immer von scheißegal. Da holt er das Checkbuch raus, da füllt er das aus und fertig ist. Ob der Ultima 20.000 oder 25.000 oder 30.000 Euro kostet, der hat das Geld gezahlt. Hat. Und da hat der Achenbach diesen Sohn vom Albrecht im Laufe der Jahre um 20 Millionen Euro beschissen. So einen Mann darf man doch nicht einsperren. Den würde ich auf Provisionsbasis fürs Finanzamt arbeiten lassen, meine Damen und Herren. Ein Winterkorn hat 15 Millionen Euro im Jahr verdient. Ein Zetsche bei Daimler verdient 8 Millionen Euro im Jahr und im Jahr drauf kriegt er 8,8 Millionen Euro, weil ja auch alles immer teurer wird. Kann man solchen Leuten nicht eine Penisverlängerung anbieten? Worüber reden wir hier? Es müsste keiner auf was verzichten bei der Vermögenssteuer. Und es widerspricht doch nicht dem Grundgesetz. Es gibt nur ein Problem und deshalb wird die niemals kommen. Wir haben eine Demokratie. Und Sie bekommen in unserer Demokratie bei einer freien Wahl keine Mehrheit für eine Politik, von der 80% der Bevölkerung langfristig profitieren würde. Kriegen Sie nicht. Sie kriegen jederzeit eine stabile Mehrheit für eine Politik, von der die reichen 10% immer noch reicher werden. Denn CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne vertreten alle dieselbe Wirtschaftspolitik. Das ist wirtschaftspolitisch gesehen eine Einheitspartei. Innerhalb der SED gab es mehr Streit. Das sind alles nur Kinkerlitzchen, die streiten. Der Grundtenor ist immer der gleiche. Beschäftigt durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins- und Zinseszinspolitik. Sozial ist, was Arbeit schafft. Mein Lieblingssatz aus den Talkshows. Sozial ist, was Arbeit schafft. Ein Totschlagargument, das völlig schwachsinnig ist. Ich würde einfach sagen, Herr Pofalla, wenn ich Ihnen Ihre Fresse mit einem Baseballschläger zertrümmer, schafft das im Krankenhaus jede Menge Arbeit. Erklären Sie dem staunenden Publikum vorher nochmal, was daran so sozial ist. Wir werden mit Schwachsinnsätzen regiert. Soziales, was Arbeit schafft, man muss das Geld für sich arbeiten lassen. Und CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne holen zusammen immer mindestens 85% aller Stimmen. Das heißt, die bringen 70% der Bevölkerung dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu wählen. Wie machen die das? Der Honecker rotiert im Grab, wenn er sieht, dass er so ohne Schießbefehl, Mauer und Stasi geht. Die machen das mit einem Trick, ne? Mit einer wirtschaftspolitischen Hirnwäsche. Sie haben den Leuten über Jahrzehnte erfolgreich eingeredet, dass dieses Wirtschaftssystem alternativlos ist. Und dass sie alle zu den Besserverdienern gehören können, wenn sie sich nur anstrengen. Alle. Toi, toi, toi. Und alle auf der Welt können so leben wie wir, wenn sie nur die Ärmel aufkrempeln und endlich vernünftig wirtschaften und sich anstrengen. Ja, ne? Hirnwäsche funktioniert wie richtige Wäsche. Wenn Sie das Objekt lang genug und heiß genug waschen, schrumpft es. Wer organisiert die Hirnwäsche? Unsere Medien. Unsere Zeitungen. Wem gehören die Zeitungen, die von 90% der Deutschen jeden Tag gelesen werden? Das sind ein paar reiche Familien, denen gehört das alles. Ein paar kennen Sie, Springer, die bekannteste. Friede Springer, die mächtigste Frau Deutschlands. Bild, Bild am Sonntag, Bild der Frau, Autobild, Computerbild, Sportbild. Welt, Welt am Sonntag und dann zitiert die Bild mal aus der Welt, um eine seriöse Quelle zu nennen. Jede Menge Fernsehzeitschriften, Druckereien besitzt der Springer Verlag, wo andere drucken lassen. Die Marktmacht ist unbegrenzt. Ein Tankstellenpächter wollte die Bildzeitung nicht mehr auslegen, weil er die Zeitung so schrecklich fand. Da hat er überhaupt keine Zeitung mehr geliefert bekommen. So eine Macht hat dieser Konzern. Friedrich Springer kann einen Bundespräsidenten abschießen, wenn sie will. Das hat sie bewiesen.
Christian Wulff muss daran glauben. Die haben immer gewusst, dass er mit seinem Geld nicht auskommt, schon zu Hannoveraner Zeiten. Benutzt haben sie das Wissen erst, als er ihnen unbequem wurde. Er hat gesagt, der Islam gehört zu Deutschland und hat das auch noch ernst gemeint. Und er hat einen Vortrag über die Zinspolitik in der Schweiz gehalten zu Beginn der Finanzkrise. Darüber ist schon gar nicht mehr berichtet worden in unserer Zeitung. Danach haben die den platt gemacht. Das war nicht schwer. Ich habe jetzt mit dem Wulff privat jetzt persönlich kein Mitleid. Dem Chefredakteur der Bild auf die Mailbox quatschen und sich wundern, wenn er das aufschreibt. Aber ein deutsches Gericht hat ihn bescheinigt, dass er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Nicht mal die 7 Euro, weswegen er angeklagt war. Er war einfach nur zu blöd. Aber das war noch nie ein Grund für einen Rücktritt, oder Frau von der Leyen? Die Bild hat Macht. Und deshalb geben alle Politiker und alle Sportler, die noch was werden wollen, der Bild ein Interview. Weil alle wissen, die können jeden platt machen. Der Kachelmann kriegt jetzt 650.000 Euro Entschädigung. Was nützt ihm das? Der Mann ist doch erledigt, der Ruf ist doch tot. Die beschmeißen sie so lange mit Dreck, da können sie sich nicht gegen wehren. Da können sie nach 3 Jahren vor Gericht beweisen, dass alles erstunkelt und erlogen war. Dann zahlen die ein Schmerzensgeld und sie sind immer noch erledigt. Das ist echte Macht, nicht Angela Merkel. Friedrich Springer, die hat Macht. Genau wie Liz Mohn aus Gütersloh. Mohn, da steckt das mit der Betäubung der Bevölkerung schon im Namen. Sie kennen das Ganze besser als Bertelsmann. Bertelsmann ist in Familienbesitz. Familie Mohn gehört Bertelsmann. Und Liz Mohn steht an der Spitze der Familie. Genau wie Friedrich Springer. Zwei mächtige Frauen. Dasselbe Geschäftsmodell. Ich glaube, die haben beide als Kindermädchen in reichen Familien angefangen, die Ehefrau weggebissen und den Alten überlebt. Das Modell schwarze Witwe. Sehr viel erfolgreicher als Feminismus. Fragen Sie Alice Schwarzer, die alte Bildzeitungsnutte. Bertelsmann ist der größte Verlag der Welt, Random House. Bertelsmann hat gerade Gruner und Jahr ganz gekauft. Vorher hatten die 25%. Gruner und Jahr, das ist dann Stern, Brigitte, Geo, Gala und dann hier so schöner trinken, lecker wohnen, besser essen. Zu Bertelsmann gehört auch 25% vom Spiegel. Spiegel, das ist die Bildzeitung für Abiturienten. Ja, früher war das mal ein Aufklärungsblatt, heute ist alles gleichgeschaltet. Sie können das ja verfolgen. In der Griechenland-Krise, in der Finanzkrise, überall derselbe Kram. Ich behaupte nicht, dass da jeder Artikel kontrolliert wird. Ich behaupte nicht, dass man keine Informationen in der Zeitung finden kann. Aber die Grundberichterstattung und der Tenor, der immer in die Köpfe der Menschen gehämmert wird, ist immer wieder derselbe. Beschäftigt sich Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung. Die Griechen müssen wettbewerbsfähig werden. Ewiges Wachstum. Die reiche Familie arbeiten zusammen. Heute kann der Chefredakteur der Bild-Zeitung, Nikolaus Blome, mal eine hohe Position beim Spiegel einnehmen zwischendurch. Das wäre früher undenkbar gewesen. Heute ekelt sie sich auch vor nichts mehr. Bertelsmann ist auch Privatfernsehen, RTL 1 bis 24, ne? Von Kohl eingeführt. Für die Programmvielfalt? Nein, der wusste damals schon, das Volk braucht Brot und Spiele. Je trockener das Brot wird, desto lustiger müssen die Spiele werden. Nach 30 Jahren Privatfernsehen ist das Dschungelcamp die erfolgreichste Sendung im deutschen Fernsehen. Früher hätte man sich geschämt, wenn man Leute gekannt hätte, die sowas gucken. Heute wird im Feuilleton der Tageszeitung diskutiert, ob das gelungener Trash ist oder nicht. Auf das Niveau haben sie uns herabgezogen. Bertelsmann macht doch Politik mit der Bertelsmann Stiftung. Damit machen die reichen Familien Politik. Steuern sparen und damit Politik machen. Bertelsmann Stiftung hat Hartz IV entwickelt. Nicht Peter Hartz, der hat ganz andere Löcher gestopft in der Zeit. Wenn der den französischen Präsident Hollande berät, kann es nur um die besten Puffs in Brasilien gehen. Auch irgendwie schön, dass bei VW-Skandalen immer Puff eine Rolle spielt. Der Holzbrink Verlag, das Handelsblatt, die haben auch eine Stiftung. Die Holzbrink-Stiftung, die hat gerade durchgesetzt, dass in Baden-Württemberg Wirtschaft ein Schulfach wird. Und wer liefert die Unterrichtsmaterialien für das Schulfach Wirtschaft? Und was wird da wohl unterrichtet? Das Handelsblatt stellt die Materialien zusammen über den Holzbrink-Stiftung. Das ganze Ruhrgebiet gehört der Familie Funke, Funke Medien. Früher war das die Watz-Gruppe. Zwei Familien, eine konservative und eine sozialdemokratische. Die eine hat die andere ausbezahlt. Fragen Sie mal, wer übergeblieben ist. Sie können im Ruhrgebiet nichts lesen, was nicht Funke Medien gehört, mehr oder weniger. Die Rheinische Post hat alles geschluckt am ganzen Niederrhein. Alle kleinen Zeitungen sind geschluckt worden. Das sind 4 Reichsfamilien. Betz, Droste, Arnold und Wendehorst. Das ist Macht, meine Damen und Herren. Das gehört denen wirklich. Und die nutzen diese Macht auch. Als zum Beispiel hier an der Uni in Düsseldorf der Rektor kaputtgeschrieben worden ist, weil er ein ordnungsgemäßes Verfahren gegen Frau Schawan durchgeführt hat. Dafür haben die den fertig gemacht. Weil sie stockkatholisch sind und die Macht haben mit der Zeitung. Ein paar Reichsfamilien kann ich Ihnen noch nennen. Matzak regieren in Hannover. Hannoversche Allgemeine, Hannoversche Neue Presse, gehört alles derselben Familie. Dieser Familie gehört auch die Zeitung in Göttingen und die Zeitung in Rostock. In Köln können Sie nichts lesen, was nicht der Familie Dumont gehört. Der Verlag Neven Dumont gibt den Kölner Express raus, den Kölner Stadtanzeiger und die Rundschau. Das ist Scheinwettbewerb. Es gehört alles denselben. Und so kann man das durch und durch gehen. Burda kennen Sie noch.
als bekannte Familie. Boah, das ist Boulevard, das ist Bunte, Frau und Kind, Kind und Hund, womit man so sein Resthirn einwickelt. Boda ist aber auch Politik mit Fokus. Fokus, das ist dann Spiegel für Hirntote. Das ist so eine Art journalistisches Endlager. Boda ist auch Huffington Post im Internet. Da sind die auch aktiv. Kennen Sie die Familie Schaub aus Ludwigshafen? Hatte ich auch noch nie von gehört, bis ich in Chemnitz gegoogelt habe, wem da die Zeitung gehört. Die Chemnitzer Freie Presse war die Zeitung mit den meisten Abonnenten in der alten DDR. Von der Stasi kontrolliert. Und nach der Wende haben wir gesagt, ja, Stasi ist nicht schön, aber um die Abonnenten ist ja schade. Man hat die Zeitung erhalten und der Kohl hat es wohl irgendwie geschafft, an der Treuhand vorbei die Zeitung, die Chemnitzer Freie Presse der Familie Schaub, in Ludwigshafen zukommen zu lassen. Ludwigshafen-Oggersheim, das muss jetzt eine Verschwörungstheorie sein, ich weiß. Wir wissen ja nicht, wer die Spender der CDU waren. Der Kohl hält dicht, zumindest an der Stelle. Inzwischen gehört der Familie Schaub aus Ludwigshafen auch 85% der Süddeutschen Zeitung. Das große liberale Flaggschiff der deutschen Presse. Die habe ich 40 Jahre lang jeden Tag gelesen. Und Sie konnten in den letzten Jahren immer weiter merken, wie die immer weiter ins konservative Lager abgerutscht sind. Im Wirtschaftsteil sowieso schon immer. Und jetzt auch ganz normal in der Zeitung. Da können Sie heute Artikel lesen wie Wer stoppt Weselski? Ein Lehrstück, wie unsere Medien uns manipulieren, meine Damen und Herren. Da streikt der GDL. Diese Verbrecher. Was dahinter steckt? Da müssen Sie aber schon mühsam recherchieren. Die alte Gewerkschaft der Lokführer, die EVA, hat nämlich immer mit der Bahn gekungelt all die Jahre. Der alte Chef Hansen hatte einen Tarifvertrag mit der Bahn ausgehandelt für die Lokführer, wo die 7,50 Euro Stundenlohn gekriegt haben. Und zum Dank dafür ist er in den Vorstand der Bahn berufen worden mit 3 Millionen Euro Jahresgehalt. Und die Lokführer waren irgendwann so sauer, dass sie immer wieder von ihren eigenen Funktionären verarscht worden sind, dass sie eine eigene Gewerkschaft gegründet haben, die GDL, die Gewerkschaft der Lokführer. Und die haben erfolgreich gestreikt und haben was durchgesetzt. Und immer mehr Angestellte der Bahn haben gemerkt, da gibt es eine Gewerkschaft, die wirklich was tut. Nicht wie die EVA, die immer nur kummelt. Und da wollen die auch so in der GDL rüber. Und dann hat die Bahn sich geweigert, mit der GDL über diese anderen Leute zu verhandeln. Und ein deutsches Gericht hat zweimal festgestellt, dass die Bahn verpflichtet war, mit der GDL diese Tarifverträge abzuschließen. Da hatten die ein Recht drauf. Da ist in unserer Zeitung nicht darüber berichtet worden. Nein. In unserer Zeitung war es immer nur der Betonkopf Weselski. Man hat sogar seine Telefonnummer veröffentlicht. Das ist das Spiel, das die Medien spielen, meine Damen und Herren. Sie hetzen die verarschten Pendler auf die verarschten Lokführer. Genau wie sie die verarschten Hartz-IV-Empfänger auf die verarschten Griechen hetzen. Und wie sie jetzt die Obdachlosen gegen die Flüchtlinge ausspielen. Wenn ich die Artikel schon lese. Ja, kann man nicht erst bei den deutschen Obdachlosen helfen, bevor man all die Flüchtlinge integriert? Wer hat sich in den letzten 30 Jahren für Obdachlose interessiert? Jetzt, wo man sie ausspielen kann. In der Süddeutschen Zeitung konnten Sie auch einen Artikel lesen, da stand drin, wenn wir in Griechenland nicht aufpassen, fällt Spanien auch noch an die Linke. Da wird er nicht mehr gewählt, meine Damen und Herren. Das Land fällt unter die Räuber. Wie im Krieg. Die Portugiesen haben links gewählt. Der Präsident hat sich geweigert, das zur Kenntnis zu nehmen. Der hat den Wahlverlierer von der konservativen Partei wieder beauftragt, eine Regierung zu bilden. Bei der ersten Abstimmung ist er natürlich krachend baden gegangen. Dann steht in unseren Zeitungen nicht, man hätte von Anfang an den Linke, die Wahl gewonnen haben, den Regierungsauftrag geben müssen. Nein, da steht in unseren Zeitungen, die linke Opposition hat die Regierung gestürzt. Und Sturz ist natürlich immer kurz vor der Revolution. Die reichen Familien haben die Sache im Griff, meine Damen und Herren. Die brauchen keinen Schießbefehl, die brauchen keine Mauer, die brauchen keine Stasi, um die Menschen zu kontrollieren. Die haben den Stacheldraht durch die Köpfe der Menschen gezogen. Wenn Sie 40 Jahre lang den Wirtschaftsteil unserer Zeitung gelesen haben, dann ist es auch zu spät. Das habe ich inzwischen verstanden. Nee, ich meine das auch nicht böse. Ich blicke ja jeden Abend in die Gesichter. Ich kann ja gar nicht recht haben. Ich verstehe es. Denn wenn ich recht habe, müssen ja viele von Ihnen zugeben, dass Sie sich 40 Jahre lang für blöd verkaufen lassen und dafür noch Geld bezahlt haben. Das kann von Ihnen keiner verlangen. Also muss ich der Spinner sein. Ist okay, ich habe das verstanden. Das kann nicht anders sein. Der Stacheldraht ist perfekt verbaut. Man kann nur Hochachtung haben vor diesem System. Der Deutsche kann nur noch nicken. Geschäfte durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins und Zinseszins. Der Terror muss mit Krieg bekämpft werden. Die Griechen müssen wettbewerbsfähig werden. Soziales, was Arbeit schafft. Der Deutsche kann nicht mehr so machen. Dann tut der Stacheldraht weh. Es ist genial. Und in diesem Land, in dem die Politik konsequent Politik für die reichen 10% macht, und die reichen Familien die Medien kontrollieren, in diesem Land ist die Merkel die ideale Kanzlerin. Die wird den Reichen nicht gefährlich, weil sie selber da keine finanziellen Ambitionen hat. Aber sie interessiert sich auch überhaupt nicht für Politik. Die ist aus irgendeinem Grunde gerne Kanzlerin. Warum, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wahrscheinlich aus demselben Grund, aus dem Til Schweiger gerne Schauspieler wäre. Fixe Ideen. Vielleicht ist sie auch einfach nicht gerne zu Hause. Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen.
Es kann nicht um Politik gehen. Denn bei Merkel gibt es kein Thema, wo sie steht und sagt, dafür stehe ich, wählt mich ab, wenn ihr das nicht wollt. Das gibt es nicht. Auch jetzt in der Flüchtlingskrise hat sie doch schon längst angefangen, wieder Zugeständnisse zu machen. Die Merkel ist der größte Wendehals der Geschichte. Und Sie können das Position für Position nachprüfen. Unsere Zeitungen haben die aufgebaut als eiserne Kanzlerin, die klar Kurs hält. Die war in der Gesundheitspolitik, war sie für die Kopfpauschale. Riesen-CDU-Parteitag, alles erklärt, Kopfpauschale. Das Wort war den Deutschen nicht zu vermitteln. Da sagt die nicht, jetzt hören Sie doch mal zu, das ist vernünftig, das ist so und so und so. Nee, da sagt die, nee, machen wir was anderes, ist okay. Nee, das machen wir Gesundheitsfonds, genau, im Gegenteil, ist völliger Quatsch, aber mir nach, ich folge euch, ist okay. Sie hat gesagt, die Hauptschule ist unverzichtbar auf einem CDU-Parteitag. 2 Jahre später hat sie auf dem CDU-Parteitag die Hauptschule mehr oder weniger abgeschafft. Sie hat gesagt, die Wehrpflicht ist unverzichtbar für die Wehrgerechtigkeit und hat die Wehrpflicht abschaffen lassen. Sie hat gesagt, Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze und hat einen Mindestlohn eingeführt. Vor der letzten Wahl hat sie gesagt, bei mir wird es eine Maut nicht geben und hat natürlich eine Maut gemacht. Das ist eine Kontorsionskünstlerin. Kennen Sie diese Schlangenmenschen aus dem Varieté? Die können sich so verbiegen, die können sich selbst am Arsch lecken. Das ist genial. Das beste Beispiel immer noch die Atompolitik. Ein halbes Jahr vor Fukushima hat Dr. Angela Merkel die Laufzeiten der Altmeiler extra nochmal verlängert. Sie hat damals wörtlich gesagt, wir haben die sichersten Kraftwerke auf der ganzen Welt. Wir haben das monatelang alles diskutiert und geprüft, wir können die länger laufen lassen. Halbes Jahr später kommt der Tsunami in Japan. Da sagt die nicht, jetzt mal keine Panik, liebe Landsleute, wir haben ja gar keine Tsunamis. Nein, dann sagt die diesen Satz, man kann in einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kernkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher? Sie hätte auch sagen können, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, was ich vor einem halben Jahr gesagt habe. Man kann es sagen. Sie hätte auch gleich wieder sagen können. Im Grunde ist immer nur. Sie wartet die Landtagswahl in Baden-Württemberg ab und sieht, man kann mit der Atompolitik keine Wahl mehr gewinnen und macht dann sofort eine Energiewende und lässt die Atommeiler sofort stilllegen, komplett von heute auf morgen. Ohne Beschluss, ohne Gesetz. Das kannte die noch aus dem Politbüro. Dagegen klagen die jetzt. Vattenfall hat es auf Milliarden verklagt, weil die Atommeiler stillgelegt worden sind ohne gesetzliche Grundlage. Das wird jetzt im Schiedsgericht verhandelt. Im Hinterzimmer sitzen 3 Juristen und bekungeln, wie viel Strafe wir zahlen müssen. Und dann hat die Merkel gesagt, wir machen eine Energiewende. Ich sehe sie noch da stehen, wie sie sagte, ich habe aber keine Energie, nochmal völlig neu nachgedacht. Ein halbes Jahr, nachdem sie alles geprüft hatte, hat sie nochmal völlig neu nachgedacht. Die Frau ist Physikerin, das ist Ihnen aber schon bekannt, ne? Die hat einen Doktor in Kern, die haben der auf der Uni auch nicht alles erzählt, oder? Wenn es so einfach wäre, ne? Nein, die Merkel erzählt Ihnen das, was Sie hören wollen, weil sie muss wiedergewählt werden. Dafür muss sie schon Stimmen sammeln, denn das haben die Reichen ja wissen lassen, dass ihnen das egal ist, ob Rot-Grün für sie die Politik macht oder Schwarz-Gelb oder Schwarz-Rot. Vor den Grünen hatten die Reichen richtig Angst 1998. Lesen Sie die Artikel nochmal vor der Wahl von Schröder. Wenn die Grünen drankommen, da hatte man das Gefühl, da gehen die Lichter aus. Aber die Grünen haben bewiesen, dass sie eigentlich ganz nett sind. Den Reichen die Steuern gesenkt. Die machen nichts. Die wollen auch nur dazugehören. Und seitdem ist den Reichen egal, ob da Rot-Grün oder Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot oder Schwarz-Gelb. Und deshalb müssen die da unten rumkämpfen, um die Stimmen zu sammeln. Und deshalb muss die Merkel den Leuten erzählen, was sie hören wollen, in gewissen Grenzen. Wirtschaftlich natürlich gibt es nichts zu diskutieren. Und das macht sie nicht ungeschickt. Das muss man ihr lassen. Sie hat die Deutschen durchschaut. Der Deutsche hat 40 Jahre lang Zeitung gelesen und der Stacheldraht hat ihm diktiert, Parteien müssen geschlossen agieren. Wieso? Ich dachte, Parteien müssen diskutieren. Wir haben doch eine Demokratie, oder? Demokratie ist doch Streit. Kultivierter Streit. Wir sind doch nicht alle einer Meinung. Der Streit muss doch ausgetragen werden. Aber nicht mit Fäusten und mit Gewehren und auf der Straße mit Prügeleien. Nein, Diskussionen muss der ausgetragen werden. Auf Parteitagen muss das geschehen. Da muss diskutiert werden, das muss live übertragen werden. Da muss diskutiert werden, wütend, auch polemisch und laut. Und dann wird irgendwann abgestimmt. Und dann halten sich alle an das, was abgestimmt worden ist. Das ist Demokratie. Mal ist man in der Mehrheit, mal ist man in der Minderheit. Aber das hat doch hier überhaupt keiner begriffen. Wenn eine Partei ernsthaft diskutiert, dann schreibt die Presse, die Partei ist zerstritten. Und dann wendet der Deutsche sich ab. Wenn der Seehofer nur 87% kriegt, ist das eine Watschen. Nein, die sollen sich einig sein. Das ist dem Deutschen ganz wichtig. Worüber ist ihm egal, aber die sollen sich einig sein. Der Deutsche bevorzugt Politiker, der auf den Tisch schaut und sagt, ist das Schluss mit dem Gequatsche. Wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen. Genau, die sollen an einem Strang ziehen. Der Strang darf dem Deutschen ruhig um den Hals liegen. Hauptsache, die ziehen da alle gemeinsam dran. Wenn heute auf einer Partei da 2 Leute für denselben Job kandidieren, schreibt die Presse von einer Kampfkandidatur. Da sind die journalistischen Hirnzweige endgültig aus dem Häuschen. Eine Kampfkandidatur! Ta-ta-ta. Wenn nur einer antritt, dann ist es eine Wahl. Und das hat die Merkel begriffen. Die Deutschen wollen gar keine Demokratie. Die wollen gütigen König an der Spitze. Und sie gibt uns Queen Mum. Mehr gibt's nicht mehr.
Queen Mum lässt in der Sänfte das Land tragen, sondern ihre Sprechblasen ab. Wer die Sänfte trägt, ist ihr egal. Wo die Sänfte hingetragen wird, ist ihr auch egal. Sie will da nur drin sitzen. Die SPD ist es leid zu diskutieren, wo die Sänfte hingetragen wird. Die SPD ist froh, wenn sie noch eine Hand in der Sänfte hat. Denn das garantiert Pöstchen und Vorträge bei Banken für 10.000 Euro die Stunde. Und den Platz an der Sänfte kann die SPD leicht verlieren, weil die Grünen können auch Sänfte tragen. Warten Sie mal ab. Für die Grünen ist die Sänfte das ökologischste Fortbewegungsmittel überhaupt. Ich mache jetzt seit 33 Jahren Kabarett über dieselben Themen. Wir tauschen die Parteien immer wieder neu in der Regierung aus. Im Grunde sitzen wir in einem Zug und rasen wir in einen Abgrund zu. Wie der Abgrund aussieht, wissen wir. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Sie können das besichtigen, aber fahren Sie bitte nicht nur nach Disneyland oder nach Manhattan. Fahren Sie mal so Außenbezirke von Detroit, Baltimore. Sie werden nicht zurückkommen, aber da wissen Sie, was los ist. Ferguson ist eine interessante Stadt. Wenn Sie sich für Rassismus interessieren und zu feige sind, nach Dresden zu fahren. Das freiste Land der Welt ist eine durch und durch rassistische Gesellschaft, meine Damen und Herren. Die Reichen haben sich in speziellen Vierteln verschanzt mit Zugangscodes und Wachpersonal. Das reichste 1% sitzt in sogenannten Gated Communities. Und die kontrollieren die gesamte Politik. Denn es gibt keinen Politiker, der nicht Millionär ist, bevor er in die Politik geht. Sie können sich das gar nicht leisten, da Politik zu machen, ohne Millionär zu sein. Oder ohne die Unterstützung der Superreichen. Sie kommen da nicht gegen an. Ein abgeschottetes System. 95% der Medien der USA sind in der Hand von 5 reichen Familien. Die haben den Stacheldraht so perfekt durch die Köpfe der Menschen gezogen, die bekämpfen sogar Politiker, die ihnen eine Krankenversicherung besorgen wollen. Die Mittelschicht hat sich aufgelöst. Die meisten Amerikaner brauchen inzwischen 2 Jobs parallel, um eine Familie über Wasser halten zu können. Die Unterschicht sitzt komplett im Dreck. Ganze Stadtviertel, wo sich keine Polizei mehr reintraut. Pro 1000 Einwohner sitzen mehr Menschen im Gefängnis als in jedem Land der Welt. Denn auch die Gefängnisse sind privatisiert, das ist ein Geschäftsmodell. Je länger die Leute im Knast sitzen, desto mehr verdienen die Anleger. Obwohl so viele Menschen eingesperrt sind, obwohl es überall Kameras gibt in den ganzen USA, ist die Haupttodesursache für junge Amerikaner Mord. 10.000 Amerikaner werden jedes Jahr auf offener Straße einfach so erschossen. Das sind über 30 Tote am Tag. Das nennen die im Irak Bürgerkrieg. Kapitalismus im Endstadium ist eine Form von Bürgerkrieg. Nur, dass nicht die Armen gegen die Reichen kämpfen. Nein, die Armen schießen sich gegenseitig über den Haufen in Bandenkriegen, in ihren eigenen Vierteln, mit Waffen, die die Reichen ihnen noch besorgt haben. So wie wir das mit Afrika versuchen. Ne? Wir sind die Gated Community Festung Europa und liefern die Waffen nach Afrika, mit denen sie sich gegenseitig davon abhalten sollen, zu uns zu kommen. Kapitalismus heißt Teile und Herrsche. Dividende et impera. Auf diesen Abgrund rasen wir zu und die Politiker sagen, wir können den Zug nicht anhalten. Und dann sagen wir, können wir die Schiene im Abgrund langlegen? Nee, sagt die Merkel, die Richtung ist alternativlos. Wir können den Zug nicht anhalten und die Richtung nicht bestimmen. Wozu gehen wir wählen? Ich weiß es noch. Wir dürfen den Lokführer austauschen. Oh, eine große Verantwortung. Und die Medien geben sich Mühe. Alle 4 Jahre organisieren die eine Richtungswahl auf einer einzelnen Schiene. Und wir hören uns Diskussionen an zwischen blablabla und pff. Und dann tauschen wir den Lokführer aus und sagen, halt Kurs, gib Gas. Wir müssen den Zug anhalten. Ne? Wir müssen spätestens jetzt, wo die Flüchtlinge kommen, endlich diskutieren, wie wir wirklich leben wollen. Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Was kann er abgeben, damit andere Menschen auch glücklich sind, ohne ihn beklauen zu müssen? Aber den Zug anhalten gegen den Willen des Lokführers, das geht nur mit der Notbremse. Das ist der Deutsche nicht bereit. Das habe ich auch verstanden. Das ist okay. Das geht in Deutschland nicht. Der Deutsche, das ist unkalkulierbar, Notbremse. Da kann der Kaffee über die Hose schwappen, da kann alles passieren. Dann lieber Abgrund, da weiß er wenigstens, was kommt. Außerdem hoffen ja 80% der informierten Zeitungsleser, dass sie im letzten Waggon sitzen, der oben an der Kante hängen bleibt. Außerdem ist der Abgrund noch weit weg, das weiß ich auch. Die Amis sind uns 30, 40 Jahre voraus. Sind sie, die höchsten Wachstumszahlen in Deutschland haben im Moment die Verschreibung von Antidepressiva. Die Depression soll auf dem Vormarsch. Der Abgrund ist noch so weit weg, meine Damen und Herren. Da braucht man Fantasie, um sich vorzustellen, was das heißt. Um sich vorzustellen, was das heißt, wenn ab 2030 die Hälfte aller neuen Rentner die Mieten in unseren großen Städten nicht mehr bezahlen können. Was das heißt, dafür braucht man Fantasie. Aber die haben wir nicht. Unsere Fantasie wird aufgebraucht bei der Überlegung, wer könnte Let's Dance gewinnen. Oder ist es gefährlich, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen? Was wäre die Alternative, sagen die Leute dann immer. Ja, das wollen sie auch nicht hören, das habe ich inzwischen auch gelernt. Die Alternative wäre ein demokratischer Sozialismus. Aber das können sie knicken. Der Stacheldraht hat das Wort Sozialismus beim Deutschen fest mit dem Begriff Diktatur verbunden. Das kann der Deutsche nicht mehr trennen. Sozialismus, alle verdienen das Gleiche, was für ein Quatsch. Im Sozialismus kann es doch Einkommensunterschiede geben.
Die Menschen akzeptieren ja, wenn einer mehr verdient, weil er mehr gelernt hat, weil er sich mehr anstrengt. Die Menschen akzeptieren aber nicht, wenn einer das 10.000-fache von dem verdient, was er mit ehrlicher Arbeit verdienen kann, meine Damen und Herren. Das versteht kein Mensch. Und wenn man mit ehrlicher Arbeit, obwohl man kein Genie ist, nicht mal eine Familie ernähren kann, das versteht auch keiner. Da könnte man alles Mögliche organisieren. Und die Beispiele sind ohne Ende. Strom, Wasser, Gas. Das, was alle Menschen brauchen zum Leben. Warum muss man damit Millionen Gewinne machen? Kann mir das mal einer erklären? Das muss zu einem Preis zur Verfügung gestellt werden, den alle Menschen bezahlen können. Das muss uns allen gemeinsam gehören. Das muss verstaatlicht werden. Warum brauchen wir die Investmentbanken? Da wird in einer Sekunde eine Aktie 500 Mal hin und her gehandelt. Das sind Algorithmen, die da miteinander Handel treiben. Nur 3% der Deutschen haben Aktien und unsere Nachrichtensendungen berichten ständig über den Stand vom DAX. Hatte ich schon gefragt, wie verblödet eine Bevölkerung ein? Hatte ich schon, ja. Aktienhandel können Sie wieder normalisieren. Man kann sich an der Firma beteiligen, ist ja kein Problem. Warum muss das ständig hin und her gehandelt werden? Machen Sie einfach eine Mehrwertsteuer drauf. Immer wenn Sie was kaufen, zahlen Sie Mehrwertsteuer, ne? Bei jedem Produkt, nur bei Aktien nicht. Machen Sie 18% Mehrwertsteuer. Machen Sie nur 10% Mehrwertsteuer drauf, die Aktien. Da hört das auf mit dem 500 Mal eine Sekunde hin und her. Das ist alles so einfach. Warum brauchen wir 127 gesetzliche Krankenkassen, die miteinander im Wettbewerb stehen? Ich bin gesetzlich krankenversichert. Ich zahle bei meinen Beiträgen die Plakate, mit denen Sie gegenseitig die Kunden abjagen. Und warte 4 Wochen auf einen Facharzttermin. Letztes Beispiel, dann höre ich auch auf. Ist ja gut. Hartz IV, Kindergeld, Elterngeld, BAföG, Heißwasserzuschuss, Heizkostenzuschuss und jede Menge andere Kleckersubventionen noch. Mit einem riesen bürokratischen Überbau, wo tausende Menschen beschäftigt sind, das auszurechnen, wer welche Ansprüche hat. Das alles ersetzt durch ein einfaches, bedingungsloses Grundeinkommen, meine Damen und Herren. Das ist keine sozialistische Spinnerei, das hat der Besitzer der DM-Märkte vorgestellt, das Modell. Ein erfolgreicher Kapitalist, der sagt, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, damit die Menschen sich das leisten können, bei mir arbeiten zu gehen. Lesen Sie das Buch mal von Götz Werner, ganz spannend. Aber ich weiß, es ist sinnlos, das Wort Sozialismus ist nicht zu verkaufen. Der Deutsche sagt da sofort, ich will doch nicht wie in der DDR leben, wir können die Bilder noch nicht vergessen, als die Mauer aufging, diese gramgebeugten, vom Kommunismus gebrochenen Menschen, diese Elendsviertel mit den Zeltstätten, soweit das Auge reichte, bis zum Horizont. In den großen Städten, die Obdachlosen, die langen Schlangen an Suppenküchen angestanden haben, Menschen ohne Krankenversicherung, Leute ohne Zähne, das waren Bilder aus den USA. Entschuldigung, jetzt bin ich aber... Na jetzt... jetzt bin ich durcheinander. Obdachlose ohne Zähne vor Suppenküchen, das war USA, DDR war ohne Bananen. Wir wollen fair bleiben. Ne? Lachen Sie nicht, Bananenmangel hat furchtbare Auswirkungen. Sehen Sie an Gauck. Herr Gauck, keiner will eine Mauer, keiner will eine Stasi. Hören Sie doch damit endlich auf. Die SED-Nachfolgeorganisation will auch keine Mauer und keine Stasi. Und die Stasi kommt doch nicht wieder. Es gibt längst die NSA, die sind viel besser. Aber da hat keiner Angst vor. Wir sind ja nicht im gottlosen Kommunismus, wo die Stasi alles kontrolliert. Nein, wir sind im christlichen Abendland, da ist immer einer oben, der alles sieht, alles weiß, alles mitschreibt. Das finden wir schön, das ist beruhigend. Die Menschen finden Trost im Glauben, dass die Ahnen auf der Wolke sitzen und sie immer im Auge behalten. Das finden Sie beruhigend, dass Ihre Schwiegermutter Ihnen mehr Ficken zugucken kann? Anders gefragt, haben Sie überhaupt schon mal irgendwas zu Ende gedacht? Wir sind mit dem Nikolaus großgezogen worden. Abend im Jahr kam der Nikolaus mit dem dicken Buch, da stand alles drin, was wir gemacht haben. Was haben wir gezittert? NSA heißt Nikolaus sieht alles. Das ist alles nur zu unserem Besten. Herr Gauck, über Wirtschaft würde ich gerne reden. Könnte es sein, dass für 50% der US-Amerikaner von heute der Lebensstandard der DDR-Bürger von vor 30 Jahren das Paradies auf Erden wäre? Und kommen Sie nicht mit der Reisefreiheit, die nicht hatten. Die meisten Amis können sich nicht mal Busticket in der Nachbarstadt leisten. Könnte es sein, dass es den Rentnern in Griechenland heute schlechter geht als den Rentnern der DDR vor 30 Jahren? Und kommen Sie nicht mit dem Argument, die DDR war super verschuldet, das sind die Griechen auch, das sind wir alle. Aber ich höre auch auf, ist jetzt gut. Am Ende kommt bei dem Sozialismus-Diskussion immer einer und sagt, was soll der Arbeitgeber sagen? Und das ist eine sehr gute Frage. Der Deutsche hat eine Stelle bei Amazon, von der er nicht leben kann, aber die kann er auch noch verlieren. Dann hat er nicht mal mehr eine Stelle. Man will doch im Kolosseum wenigstens dazugehören. In welcher Funktion ist dazwischen völlig egal. Sehen Sie, Soziales, was Arbeit schafft, heißt eigentlich nur, dass man sich als Löwenfutter noch irgendwie gebraucht fühlt. Wer wird mit Angst regiert? Sie halten uns mit Angst in Schach. Jetzt lecken Sie wieder von allen sozialen Problemen ab mit dem Angst vor dem Terror. Dann machen Sie uns Angst vor der Rentenlücke. Das umlagefinanzierte Rentensystem, das einzig sichere System für die unteren und mittleren Einkommensgruppen, haben Sie kaputt gemacht. Ich habe das 100 Mal erklärt, ich kann das auch noch 100 Mal erklären. Sie lesen einen Artikel in Ihrer überparteilichen Tageszeitung,
und kommen wieder mit dem Standardargument. Heute kommt ja auf einen Arbeiter 7 Rentner, wie soll das gehen? Der eine Arbeiter ist 20 Mal so produktiv wie vor 30 Jahren. Natürlich kann er die alle durchfüttern. Aber der Deutsche hat Angst vor dem Scheitern der Regierung. Stabile Verhältnisse brauchen wir nicht, wir brauchen vernünftige Politik. Warum brauche ich eine stabile Mehrheit im Bundestag? Warum können die nicht mit wechselnden Mehrheiten arbeiten? Wenn dabei was Vernünftiges rumkommt, die Regierung, das können Fachleute sein. Die müssen nämlich das umsetzen, was das Parlament beschlossen hat. Aber das wäre Demokratie, ne? Da hätten die Lobbyisten aber plötzlich keinen Einfluss mehr. Dann hat der Deutsche Angst vor dem Aussterben. Der demografische Faktor, auch so ein Zeitungsthema, ne? Eines Tages sind nur noch 40 Millionen Deutsche. Wie das gehen soll, weiß überhaupt noch keiner. Haben die Afrikaner schon gesagt, wenn die Deutschen nicht mehr sind, dann wollen wir auch nicht mehr. Wissen Sie, wie viele Norweger es gibt? Die stehen schon auf der roten Liste. Die machen seit vielen Jahren in Europa jedes Jahr eine Umfrage. Wo sind die Menschen halbwegs glücklich und zufrieden? Und drei Länder stehen schon immer an der Spitze der Zufriedenheit. Dänemark, Schweden, Norwegen. Die Länder mit der geringsten Bevölkerungszahl und den höchsten Steuersätzen. Das, wovor wir Deutschen am meisten Angst haben, das macht die Mehrheit der Bevölkerung glücklich und zufrieden. Toi, toi, toi. Aber wir haben Angst vor dem Aussterben, vor der Rentenlücke, vor dem Scheitern der Regierung, vor Al-Qaida und vor Putin und vor ISIS. Und am Schluss weiß der Deutsche nicht, wovor er mehr Angst haben soll. Was ist das Allerschlimmste, was passieren könnte? Das kann ich Ihnen auch noch sagen. Das Allerschlimmste wäre, wenn wir aussterben und es ist noch Rente über. Bis neulich. Vielen Dank, vielen Dank.